Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Folge 4 live mit Thomas, mit euch. Und wir haben gerade schon geschmunzelt, wenn man schon die Kommentare liest. Also viele Grüße an alle, die jetzt dabei sind, die vielleicht auch das erste Mal dabei sein. Und dazu auch gleich ein paar Infos, die jetzt hier im Auto sitzen, teilweise wohl zuschauen, die jetzt stehen, zuschauen, weil sie nicht sitzen können. Der eine oder andere weiß, wer damit gemeint ist. Was ist geplant? Aufgrund der anfänglichen Umfrage werden wir wieder eine Stunde live senden. Voraussichtlich werden wir dank Thomas ein bisschen überziehen. Warum? Thomas wird es nachher auch kurz erläutern, weil er hat auch noch einiges vorbereitet, auch an Bildmaterial. Also da gibt es einige Übersichten für euch, da dürft ihr euch drauf freuen. Aufgrund der Rückinfo, aufgrund der Umfrage im letzten Livestream haben wir ja unser Versprechen eingelöst, beziehungsweise auch der Thomas, weil es gab eine Roomtour über 5 oder 6 Teile, Thomas glaube ich, wo wir wirklich alle Spiele von ihm gezeigt haben. Ich habe gedacht, in einer halben Stunde schaffen wir das 5 Stunden Bildmaterial. Und es waren doch viele Expertenspiele dabei und ich glaube, es sind auch viele von euch voll auf ihre Kosten gekommen. Es war wirklich ein buntes Programm. Und auch dieses Mal haben wir eine Umfrage vorbereitet. Also freut euch darauf, der Thomas, beziehungsweise ich habe da auch schon ein paar Wünsche gehabt, der wird nachher noch eine entsprechende Umfrage einblenden. Ansonsten gibt es natürlich ein Gewinnspiel. Ich weiß gar nicht, letztes Mal haben wir ein Gewinnspiel gemacht, ich weiß gar nicht. Das werden wir so beibehalten. Also Gewinnspiel soll es immer geben, mal mehr, mal weniger. Und es hat sich jetzt heute einfach angeboten, das werden wir auf jeden Fall machen. Und auf Instagram habe ich auch einige Fragen von euch bekommen. Einen Teil versuche ich im Verlauf dieser Stunde immer mal wieder zwischendurch zu beantworten. Das sollte in irgendeiner Art auf jeden Fall funktionieren. Ansonsten hole ich das nach oder beantworte die separat. Was ist geplant in dieser Stunde? Wir haben wieder eine bunte Auswahl an Kinderspielen, Familienspiele, Expertenspiele. Kickstarter ist am Ende ein ganz großes Thema, weil viele haben sich das auch gewünscht. Deswegen verschieben wir das gegen Ende, weil der Thomas hat da einiges zu berichten. Er hat einiges vorbereitet, was er gerade unterstützt und er ist sehr aktiv. Nicht nur Kickstarter, auch Gamefound. Das werden wir gegen Ende dann machen. Und so ist es quasi vom Programm geplant. Ja, wir waren ein paar Tage weg in Urlaub. War ganz gut, uns als Familie ein paar Tage mal raus. Und da gibt es dann auch ein Video, ja, sehr ungewohnt, aber so ein sachliches Video vom Feldberg, wo wir waren. Da gibt es auf jeden Fall nächste Woche, übernächste Woche ein kurzes, knackiges Video mit allen wichtigen Infos, mal ein bisschen abseits der Spiele. Und ansonsten, wer die letzten Tage verfolgt hat, der weiß ja, wahnsinnig viele Videos sind auf dem Kanal hinterlegt. Ja, wenn es zeitlich passt, präsentieren wir euch gerne einiges und an manchen Tagen sind es einfach sehr viele Videos. Thomas schreibt und kommentiert und ist hier gleichzeitig mit allen Geräten beschäftigt. Deswegen, ich will Thomas auch gleich einsteigen in das erste Spiel. Und das ist quasi, genau, Thomas zeigt schon auf das Bild. Honey Buzz, uns liegt die englische Ausgabe vor, aber dieses Spiel erscheint bei Skelly Games. Und Thomas, wir haben es vorhin gespielt. Boah, es war eine Überraschung und der Thomas hat es auch schon unterstützt bei Skelly Games. Moment, es war keine Überraschung. Also ich habe das Spiel tatsächlich auf Deutsch vorbestellt. Genau, ohne es vorher gespielt zu haben. Ich habe aber die Anleitung, danke an Skellig, die stand online, man konnte sie nicht durchlesen, möchte ich hier erwähnen. Habe mir das Spiel dann vorbestellt, weil finde ich es grafisch halt total klasse. Ich mag ja so Spiele, wo es dann auch wirklich bei Worker Placement mit so themenbezogen ganz gut funktioniert. Ich halte mal in die andere Kamera, Thomas, vielleicht in die kleinere, dann sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen besser. Und dann durfte ich vorhin mal spielen und wir waren beide angetan, gell? Wir waren echt überrascht. Also ich muss wirklich sagen, thematisch, der Thomas ist da doch sehr kritisch. Es ist, wie nennt man es, ein Kennerspiel. Aus meiner Sicht kein Familienspiel, ein Kennerspiel. Es ist angegeben, ab 10 Jahre, spricht also für ein gehobenes Familienspiel. Also wenn ihr da ein bisschen Erfahrung habt, ich stelle es vielleicht auch demnächst vor als Video. Da gibt ja auch schon die deutsche Anleitung. Es ist fast sprachneutral, nur die Karten sind auf Englisch. Eine Übersichtskarte für jeden Spieler ist auf Englisch, aber ansonsten sprachneutral. Für 1 bis 4 Personen 45 bis 90 Minuten. Und warum geht's? Das habe ich bisher noch gar nicht gesagt. Sollte ich vielleicht ganz kurz sagen. Thematisch Bienenvolk, Waben, Honig, natürlich Pollen. Ihr seid als Arbeiterinnen hier unterwegs und steuert verschiedene Felder dann an. Und ihr baut dann quasi euren eigenen, wie wenn wir sagen, nicht Wabe, aber unseren... Wir sind jetzt nicht so die Fachleute in dem Bienenbereich, muss man fairerweise sagen. Wir bauen unseren... Bienenbau, so nennt Bienenstock, man es. Bienenstock, Bienenstock. Bienenstock, genau. Bienenstock bauen wir. Und es hat ein wirklich schönes Puzzle-Element. Und wo ich die Anleitung gelesen habe, habe ich gedacht, boah, klingt wirklich gar nicht mal so schlecht. Und wir haben es jetzt vorhin das erste Mal gespielt.
Und es hat auch zu zweit super funktioniert. Da war ich echt überrascht. Also das ist schon für mich so eine Herbstneuheit, wo ich sage, boah, das hat mich jetzt positiv überrascht. Ich freue mich gleich auf die nächsten Tage auf weitere Partien, auch mit mehr Personen. Weil wie gesagt, 1 bis 4 Personen. Zu zweit haben wir es gespielt und es hat richtig gut funktioniert. Und man steuert quasi verschiedene Aktionsfelder an, holt sich Plättchen und baut quasi da seinen eigenen Bienenstock mit Lücken etc., die absichtlich produziert werden, um Nektar dazwischen zu legen, genau. Und weitere Aktionen auszulösen. Ich glaube, der eine oder andere wird richtig seinen Spaß haben. Toll ist auch das Material. Absolut. Also eine schöne Empfehlung. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr es jetzt gerne stellen. Dann kann ich es vielleicht im Nachgang im Video dann auch einbauen, was ich dann im Nachgang noch drehe. Aber dazu muss ich noch einige Male gespielt haben. Aber ihr könnt es, glaube ich, jetzt schon bestellen. Müsst ihr einfach mal schauen, die deutsche Version dann. Wie gesagt, bei mir liegt die englische Version, aber das stelle ich euch vor. Dann seht ihr schon eine weitere Neuheit. Das zu allen Infos. Thomas hat sein Schild. Also wenn Fragen sein sollten von euch, dann gerne in die Kommentare. Dann Thomas winkt dann immer mit seinem innovativen Schild. Und da können wir auch direkt drauf eingehen. Wie gesagt, eine Frage war noch, also es wirkt auf den ersten Moment, hätte man gesagt, es wirkt wie ein Kinderspiel, ist es aber definitiv nicht. Also es ist hübsch thematisch gemacht, klar. Man verbindet damit, kann man auch ein Kinderspiel so vom Aussehen, könnte man das, sage ich jetzt mal, assoziieren, ist aber definitiv keins. Definitiv nicht. Gehobenes Familienspiel, eher aus meiner Sicht ein Kennerspiel, weil es doch mit vielen Aktionen verbunden ist. Dazu nochmal ganz kurz, weil das Video ging gestern online zu Micro Crime City. Und auch nochmal die Information, weil hier steht ab 8 Jahre drauf, Spiel des Jahres. Und es haben sie ja geändert. Danke für den Hinweis in die Kommentare. Ist die ab 10 Jahre und habe ich damals vorgestellt. Ist ja ein Detektivspiel, wobei, es war ein schöner Kommentar zu dem neuen Video dann auch dabei. Ist denn das überhaupt ein Spiel? Wie gesagt, ich habe die neue Version vorgestellt. Der größte Kritikpunkt, wenn ich es mal so nennen darf, war ja, ist es altersgerecht, weil man löst ja hier Kriminalfälle, kann es vielleicht ein bisschen aufmachen, auch zu einem Wimmelplan. Das ist auch in der neuen Version hinterlegt. Das heißt, Thomas, vielleicht ein bisschen mit der anderen Kamera, können wir ein bisschen rübergehen. Sieht man es auch hier. So ein Wimmelplan, der ist beibehalten und es wird auch angegeben in der Anleitung, er hängt den Plan am besten an die Wand oder er legt ihn auf den Teppichboden. In der Anleitung heißt es an die Wand. Und auch hier habt ihr 16 Kriminalfälle. Jetzt kommt aber das Besondere, weil das wurde ja auch kritisiert. Und dazu nehmen wir auch wieder die andere Kamera, Thomas, glaube ich, um das ein bisschen einzublenden. Ja, ich trinke ja, Multitasking auf der einen Seite den PC hinten dran kommentieren, dann kommt der Kollege und sagt, hier die Kamera. Genau, Thomas hat gesagt, ich soll ein bisschen arbeiten mit verschiedenen Kameras, das mache ich auch gerne. Er hat hier 3 Monitore vor sich und alles im Griff. So, jetzt kommen wir aber zu dem Hinweis, weil es wurde ja kritisiert, quasi kann man das mit Kindern spielen, weil hier sind ja auch Themen dabei, die jetzt nicht unbedingt für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Hier seht ihr die Fälle, die hinterlegt sind mit Sternchen und es ist so ein Gesicht hinterlegt. Und dieses Gesicht zeigt an, ob ihr das mit Kindern spielen könnt. Und das haben wir gemacht. Wir haben die ersten 6, 7 Fälle mit unseren Kindern gespielt. Es ging recht flott. 2, 3 Stunden haben wir gespielt. Ich habe gedacht, oha, das sind wir ja bald durch. Die anderen Fälle, die gingen aber wirklich so eine halbe Stunde, Stunde. Also insgesamt, ich habe es auch im Video gesagt, 7 Stunden haben wir gespielt. Da haben wir alle 16 Fälle durchgespielt. Und ich habe vorhin nochmal geschaut, weil schade ist ja immer, Thomas, man spielt es einmal und dann legt man es auf die Seite. Ich habe aber vorher nochmal auf der Seite von Micro Makro geguckt, da gibt es ja eine Webseite. Da findet ihr auch kleinere Fälle, die auch super für Kinder sind. Die könnt ihr euch runterladen und ihr könnt einen Newsletter aktivieren, da bekommt ihr einen Sonderfall dann nochmal gratis und dann habt ihr auch die Möglichkeit, quasi weitere Szenarien, weitere Fälle zu spielen, die teilweise sehr einfach sind und das hat wirklich super funktioniert. Komm, wir machen was Schlimmes zum Auflockern. Ja, danke. Kam noch. Ich glaube, Carina hat gesagt, Mensch, die Knuffis. Und der Thomas war vorhin in der kurzen Runde total begeistert, weil er gesagt hat, ja, das will ich unbedingt spielen, weil ich habe gut gespielt. Also so viel zum Thema. Die Knuffis haben wir euch schon vorgestellt aus dem Hause Schmidt. Ich nehme es in der oberen Kamera. Ist so eine Art Jenga mit Knuffis. Und warum?
Anlassangabe kann ich noch ein paar Infos sagen, ab 6 Jahre. Für mich ein Familienspiel, ist als Absager auch durchaus für den einen oder anderen Kennerspieler durchaus interessant. Und es ist für 2 bis 4 Personen, geht 15 Minuten. Darf ich kurz was unterbrechen? Carina hat gemeint, ich soll dich auch mal schwitzen lassen. Darf ich dann eine kleine Anekdote erzählen? Ich habe vorhin das eine Licht etwas zu sehr auf ihn gerichtet und dann hat er gemeint, oh, da komme ich ans Schwitzen. Dann müssen wir das Licht wieder ein kleines bisschen wegmachen. Ja, also aber kommt Thomas jetzt, achtet auf alles. Die Knuffis. Thomas nimmt erstmal und macht's auf. Nee. Das ist nämlich schon das erste Thema. Genau. Warum? Macht er nicht. Warum? Also generell, ich muss noch ein bisschen was sagen, wir sind vielleicht heute ein bisschen schnell. Man nimmt diese Verpackung und diese Knuffis sind alle hier drin. Und man passt natürlich ein bisschen auf, wenn man das hier hoch macht. Das geht jetzt gut. Vorhin in der Probe, kann man sagen Probe, wir haben es einfach mal kurz, weil der Thomas kann es ja glaube ich gar nicht. In der Probe hat der Thomas es 2-mal hochgenommen und es fliegt schon alles auseinander. So, ich habe es 1-mal hochgenommen. Genau, alles hier verstaut und hier auf der Seite. Jetzt habe ich natürlich so gut aufgepasst, doch ich kriege alles raus. Und wir zeigen euch einfach mal ein paar Sequenzen, wie das abläuft. Aber vorab natürlich gucken, welche Kamera man nimmt. Sieht man es von oben oder seitlich? Seitlich sieht man es auch ein bisschen. Ich würde sagen, das machst du mal seitlich und nimmst eins raus. Ich lasse das lieber. Ehrlich? Oder? Okay. Ach, schade. Also ihr dürft es gerne in den Kommentaren ergänzen, aber... Stell das mal richtig, richt's doch mal richtig so aus. So, ne? So, genau. Ja, so mittig und dann... Hier habt ihr diesen Jenga-Bauen, bestehen aus diesen Knuffis. So, und hier habt ihr die einzelnen Karten. Die sind einfach beliebig sortiert und ihr habt hier noch eine Pinzette, könnt ihr nutzen oder nicht. So, Aufgabe ist es quasi, ich muss jetzt einen grünen Knuffi aus irgendeinem Bereich ziehen, wie man es von Jenga kennt. Der Unterschied ist allerdings, bei Jenga legt man das ja oben drauf. Und das ist bei Knuffis nicht der Fall. Ich nehme einfach so ein seitliches Teil, ihr merkt, wie ich das rausziehe, ich hoffe, man sieht es. Man muss ein bisschen aufpassen, vielleicht fliegt gleich alles um. Und ich muss es nicht ganz oben setzen, ich kann es auch seitlich irgendwo hinsetzen. Es muss auf jeden Fall höher sein. So bietet sich es jetzt dann an. Das heißt, der Knuffi sitzt jetzt oben. Und dann lege ich die Karte auf die Seite. Dann wäre der Thomas an der Reihe. Nein, Carina, ich zocke nicht mit, weil ich möchte das erste Mal hier im Livestream verlieren. Das ist nicht mein Spiel. Beim Thomas wird es 2-3 Runden gehen, dann fliegen ein paar Runden vor. Oh, danke. Vorhin war es der erste. Genau. So, der nächste Spieler oder die nächste Spielerin wäre dran. Ist jetzt eine gelbe, also ist echt witzig gemacht. Und zieht es quasi seitlich raus und macht es dann auch auf eine etwas höhere Position. Oh, schönes Beispiel, ist heruntergefallen. So, und wir wollen jetzt die ganze Stunde jetzt spielen. Die Knuffis, der ein oder andere wünscht sich sicherlich. Aber ich werde jetzt quasi bestraft. Maximal 3 Bestrafungen kann ich bekommen, weil auf der Rückseite, man sieht es hier, glaube ich, teilweise, muss ich quasi für den nächsten Zug Elefantenarme machen. Hier haben wir das Gleiche nochmal. Es sind verschiedene Aktionen oder die schwache Hand nehmen, um quasi ja, das ein bisschen schwieriger zu gestalten. Ist ein wirklich schönes, witziges Familienspiel. Das steht da hinten bei den Kindern. Die spielen es nach wie vor sehr gerne. Wir hatten, weil auch die Carina damals gefragt hat, Probleme, eventuell, dass es nicht hält, dass es vielleicht gleich auseinanderfliegt, hatten wir bisher nicht den Problem. Thomas, passt das? Ja, ja. Das und, drei war also viel das, zu viel Zeit für das Spiel. Problem, genau, hatten wir bisher nicht. Und das ist ein schnelles Spiel. Wie lange geht es? Natürlich, wenn der Baum umfällt, das heißt, liegt hier alles um. Klasse, jetzt kann der Thomas wieder alles aufräumen. Aber nein, ich gebe es ihm schon mal. Und damit ist quasi das Spiel beendet. Oder eine gewisse Anzahl von Knuffis herunterfliegt. Ich glaube, 10 ist angegeben. Und dann ist auch schon das Spiel beendet. Und ihr seht, der Thomas sammelt das. Ich sehe es nicht, aber jetzt, Thomas sammelt alles schön ein. Das wäre jetzt wie bei meinem Livestream. Also wenn das Spiel bei mir noch im Regal gestanden hätte, dann hätte ich genauso das Gleiche mitgemacht wie mit Palm Island. Okay. Alter, herzliche Grüße übrigens. Ich habe heute meine Widmung und alles reingeschrieben. Geht dann die Tage raus. Okay, perfekt. So, und dann wird quasi alles wieder so verstaut und ihr habt das perfekt für unterwegs. Und das war eine Kurzvorstellung von die Knuffis. Aufgrund des Wunsches haben wir gedacht, das nehmen wir einfach noch spontan mit auf. Da gibt es auch ein separates Video, da könnt ihr reinschauen mit Gameplay, wie das Ganze abläuft. Also da habt ihr die Möglichkeit preislich. Aus dem Hause Schmidt kostet doch gar nicht so viel. Schieb mal ein paar Fragen von Insta. Genau, ein paar Fragen kann ich. Eine schöne Frage, wo da Thomas vorhin auch ein bisschen gerätselt hat. Zum Beispiel vergleichbare Spiele. Braucht man da noch ein weiteres? Vergleichbare Spiele, da haben wir uns überlegt, auch was die neueren angeht. Ich habe jetzt hier auf der Seite, ich hole jetzt nicht jedes Spiel raus, Rising Sun, Blood Rage und Ankh.
sind in einer Art und Weise vergleichbar. In einer Art und Weise, da kann man diskutieren. Ich habe alle drei. Braucht man da alle? Oder, was jetzt momentan auch so ein bisschen Thema ist, ihr dürft da auch ein bisschen diskutieren, ich vergleiche im Moment auch das Witchstone gerne mit Bonfire von Stefan Feld. Wenn ihr das schon gespielt habt, dürft das gerne ergänzen. Thomas hat Witchstone noch nicht gespielt, aber auch da liegt der Vergleich für mich ein bisschen nahe. Im Moment spielen wir lieber Witchstone. Bonfire ist ein gutes Spiel. Ja. Ich sehe eher, also jetzt mit dem Blood Rage Rising Sun würde ich nicht mitgehen. Sind für mich völlig unterschiedliche Spiele. Ich würde das aber mitgehen bei Zombicide. Zombicide ist ja, da gibt es ja die First Edition, die Second Edition, dann im Mittelalter, dann in der Zukunft und wo auch immer. Da kommt dann, glaube ich, irgendwann eher der Sammleraspekt, weil da unterscheidet sich ja von Teil zu Teil nur in Details spielerisch. Okay. Also das, aber das ist jetzt für mich, bei der Regaltour hat man ja gesehen, ich hatte ja ein ganzes Regal damit Zombicide. Da geht es halt darum, es macht halt Spaß und so ein bisschen Sammleraspekt ist halt auch mit dabei. Okay. Ihr dürft gerne ergänzen, was sind jetzt für euch Spiele, wo ihr sagt, kann ich auch je nachdem ein bisschen gleich einschalten, was sind jetzt für euch Spiele, vielleicht fällt euch da was ein. Klar, man hat viele vom Mechanismus ähnliche Spiele. Ah, Hilo, vielleicht Skyo, wäre vielleicht so ein schönes Beispiel. Da gab es ja oftmals diesen Mechanismus, wo ihr immer gleich ist mit den Karten, wo ich verdeckt liegen habe. Da gibt es viele vergleichbare Spiele. Das ist beispielsweise auch was. Spannende Spielneuheiten wurde beispielsweise noch gefragt. Witchstone war jetzt für mich zum Beispiel eine positive Überraschung. Da stand drauf, hoch reiner Knizia. Ich habe gedacht, vielleicht so ein bisschen mathematisches, abstraktes Spiel. Hat mich echt überrascht. Ich kannte bisher keine Spiele jetzt vom Rainer Knizia. Gut, einfach genial, hat ein Element dabei bei Witchstone. Aber das Spiel hat mich echt überrascht, wobei er ja mit einem anderen Autor noch dabei ist. Das wäre eine weitere Frage. Was spannende Spielneuheiten, die, wo wir gerade jetzt gezeigt haben am Anfang von Skelly Games, das war für mich auch auf jeden Fall eine Überraschung. Mich hat das hier überrascht. Okay, Thomas hat das überrascht. Und das haben wir im Livestream, glaube ich, auch kurz. Ich meine, wir haben es kurz angerissen. Kurz gezeigt, da kommt auch noch ein Video. Ich sage es immer falsch. Excavation Earth, jetzt habe ich es mal richtig gesagt, von Mighty Boards im Vertrieb über Asmodee. Gibt es mit einer Erweiterung. Und der Thomas, er wird es gleich dazu sagen, hat auch schon auf Kickstarter. Läuft der Kickstarter noch? Nee, der müsste abgeschlossen sein, okay. Wenn in einem Late Pledge wird kommen. Okay, der hat auch die Erweiterung, die zusätzliche, auch unterstützt. Nein, nicht ganz korrekt. Okay, schieß los. Ich habe deswegen mitgemacht, weil es gibt im Kickstarter die Metallmünzen, gab es auch schon beim ersten. Ja, ja. So, und ich möchte jetzt nicht mischen, also der Kickstarter war nur auf Englisch, das ist ja die deutsche Version, ja. Das heißt, wenn es die Erweiterung gibt, würde ich die gerne auf Deutsch beziehen, aber die Metallmünzen gibt es halt nur exklusiv im Kickstarter und eben nicht über Asmodee, und deswegen habe ich einen Dollar reingelegt, um zu schauen, wie teuer denn der Spaß würde mit Versand, Steuern und allem Möglichen. Aber die Metallmünzen waren da echt gut, weil wir haben das Spiel jetzt dann doch einige Male schon gespielt gehabt. Und das wird bei uns definitiv bleiben. Das fand ich sehr überraschend, um ganz ehrlich zu sein. Es geht ja darum, dass man halt auf der Erde, wo die Menschheit ausgestorben ist, als Alienrasse dementsprechend nach Ausgrabungen sucht und beziehungsweise nach Artefakten sucht. Mhm. Und es hat einen sehr schönen Käufermechanismus beziehungsweise Verkäufer-Käufer-Mechanismus, wo der Preis berechnet wird. Der gefällt mir sehr, sehr gut, weswegen das Spiel definitiv da bleiben wird. Okay, ein paar Angaben noch, wobei Angaben, gerade ist schon Kenner-Expertenspiel, 1-4 Personen ab 12 Jahre, 30 Minuten pro Person. Ich habe es bisher nur einmal gespielt. Werden wir euch auch irgendwann noch vorstellen. Also das kommt. Thomas hat es nochmal mitgenommen, weil er gedacht hat, komm, Bundesprogramm, so soll es auch live sein. Und auch ein Spiel, wo bei ihm gut ankommt. Board Game Geek ist, glaube ich, auch schon gut gerankt, meine ich. Also schon eine der Überraschungen, wenn ihr auch thematisch sowas mögt. Wie gesagt, spielt ja durchaus auch eine Rolle. Aber durchaus ein Spiel, wer sowas mag, wie gesagt, stellen wir auch. Mal schauen, in ein paar Wochen dann kommt das Video auch vor das Spiel. So ist der Plan. Ja. Und dann seht ihr das auch, ob das je nachdem was für euch ist. So, und ich habe wirklich bunter. Thomas, nimm dir jetzt einfach. Wir haben einfach ein paar Sachen gestapelt. Und da auch nochmal ganz kurz dazu, weil es ist ja auch durchaus buntes Publikum, denke ich mal, von Familien. Kinderspiele kommen nachher auch ganz kurz noch ein paar Sachen. Aber Familienspieler sind vielleicht auch ein paar dabei, wo zuschauen. Und Carcassonne gab es ja quasi, oder gibt es die neue Auflage, die Sonderedition, die Jubiläumsausgabe. Und vorher kommt noch eine Frage rein. Genau, also zum einen der Hinweis für Carina.
Sie hat Fragen gestellt zu Scarface und Kickstarter. Ich würde dich gerne auf weiter hinten verschieben, weil wir haben einen extra Part zu dem. Da wird das alles beantwortet. Und die andere Frage von dir, ob uns The Loop etwas sagt. Ja, habe sogar überlegt, ob ich das heute mit Lauch drauf nehme. Draußen steht's, habe ich mir auch schon angeguckt. Also da gibt es auch schon bald eine Vorstellung. Das ist ja eine Neuheit von Board Game Box. Kommt auch sehr gut an teilweise, was ich auf Board Game Box bei Board Game Geek gelesen habe. Also da gibt es auch noch ein Video. Also da sind wir dran. Die Anleitung habe ich mir jetzt bereits angeguckt. Das sind ja doch einige Seiten, ganz schön verschachtelt teilweise. Und auch ein Schwierigkeitsgrad, der richtig knackig ist. Also da dürfst du dich oder dürft ihr euch auf jeden Fall drüber freuen. Dann Carcassonne, wie gesagt, der ein oder andere hat gesagt, wow, ein Must-Have. Ich war nicht so positiv angetan von dieser Neuheit, von der Sonderedition. Hab's auch im Video erwähnt und begründet, weil wir sind große Carcassonne-Fans, haben alles schon vorgestellt, alle Erweiterungen vorgestellt. Und klar haben wir uns auch auf diese Sonderedition gefreut. Ich habe jetzt hier noch eine vergleichbare ältere Ausgabe, da gab es ja auch immer neue Ausgaben dazu. Und es ist quasi, und ich mache es ganz kurz mal auf, weil der ein oder andere hat das Video vielleicht nicht gesehen. Klar, ist eine wunderschöne Anleitung. Auch vom Papier her. Da hätte ich mir zum einen auch ein bisschen mehr Geschichte vorgestellt rund um Carcassonne. Da ging es dann gleich auf die Abläufe über. Und da habe ich das verglichen mit der alten Box. Und das war fast identisch. Wenn man das sieht vom Inhalt, ich hoffe, ich habe jetzt da nichts durcheinander. Der Spielplan soweit, ich halte es am besten in die andere Kamera. Klar, jetzt mit Glanz noch ein bisschen verziert. Aber ansonsten, ihr seht, das war noch der Aufkleber von der Schachtel. Ihr seht hier die Aufkleber, die Miepel, die beklebt ihr jetzt. Das heißt, die könnt ihr bekleben. Ich weiß nicht, wie lange die halten. Im Moment, wir haben jetzt oft gespielt. Kein Problem. Ihr habt natürlich hier noch Ersatzaufkleber für eine weitere Farbe. Ansonsten sind die Standardplättchen alle gleich. Die sind natürlich jetzt teilweise ein bisschen aufgehübscht mit Details. Aber ansonsten, der Fluss ist dabei. Der Fluss ist, glaube ich, jetzt ergänzt mit einem größeren Plättchen. Ich habe es dargestellt. Und die einzige Besonderheit, die sind quasi die weiteren Plättchen, die hier hinterlegt sind. Eine kleine Erweiterung mit weiteren Sonderfällen, die das ganze Spiel doch ein bisschen zu glücksbetont aus meiner Sicht werden lassen. Die bekommt man, haben auch viele gefragt, wohl zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu kaufen. Das heißt, wenn ihr Fans von Carcassonne seid, dann müsst ihr quasi zur Sonderedition greifen. Ich habe es ja angesprochen, wenn ihr jetzt gar kein Carcassonne daheim habt, dann, klar, lohnt sich durchaus die schöne Box, sieht auch wirklich edel aus. Aber letztendlich, wenn man das Carcassonne schon hat, die Erweiterung, dann braucht ihr diese Sonderedition wirklich nicht. Sei denn, ihr seid wirkliche Fans, ich habe es euch gerne vorgestellt. Thomas war ja auch ein bisschen so. Das Ding sieht skeptisch. Ja, ich kenne Carcassonne, das Ding sieht von außen wieder toll aus, aber ganz hübsch. Aber, ja, aber Premium-Box und dann Aufkleber, die machen ja einen auf Lego. Ja, also sowas kann man, also sowas habe ich schon in dem ein oder anderen Kickstarter oder in dem ein oder anderen Spiel, klar, ein Ticken höherpreisiger. Mhm. Das kann man doch Heatprinten oder irgendwas. Aber die Aufkleberei, na, das muss nicht sein. Also, wie eure Meinung ist, dürftet natürlich gerne ergänzen. Vielleicht hat der ein oder andere auch diese Sonderedition. Kurze Frage, farbliche Unterschiede. Habe ich das Video jetzt nicht gesehen. Ich hatte eine Frage gerade gelesen, ob die beiden Boxen miteinander kompatibel wären, also von den Rückseiten. Ich zeig's euch. Also generell ist so, da hat man immer wieder Probleme, auch bei den Erweiterungen. Und das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es im Video auch gezeigt. Das heißt, ich habe es verglichen. Und teilweise erkennt man es leicht. Und das ist natürlich immer das Thema. Es war auch in den Kommentaren drin. Ihr nehmt am besten ein Säckchen. Wir haben so einen Carcassonne-Turm, wo man dies rauszieht. Und jetzt mal gucken, ob man das einfangen. Der Thomas sieht es auch. Ich halte es mal hier. Es spiegelt vielleicht ein bisschen. Vielleicht spiegelt es ein bisschen. Also man sieht leichte Unterschiede. Wer das Carcassonne wirklich ernst nimmt und wirklich drauf sagt, ja, da muss ich genau schauen, wie oder was, der erkennt durchaus einen leichten Unterschied. Ich habe dann auch die Erweiterung mal rausgenommen. Bei mir passt, aber es gibt tatsächlich leichte Farbunterschiede. Das lenkt vielleicht von der Produktion zusammen, aber das ist bei uns auf jeden Fall auch der Fall. Aber wir nutzen einfach so einen Carcassonne-Turm und jetzt habe ich schon hier falsch. Ich lege es auf die Seite. Ich mache es nachher, Thomas, auf die Seite, wie ich es einsortiert habe. Aber ansonsten sieht man es. Also das als wichtiger Hinweis, wer das irgendwie ergänzen will.
Und wer mit einer Erweiterung spielt, nimmt ein Säckchen. Ich glaube, teilweise bei der einen oder anderen Edition war auch ein Säckchen dabei. Oder im Handel gibt es auch so einen Turm. Da könnt ihr die Kärtchen einfach so aufstapeln. Da zieht ihr immer nur von unten Kärtchen raus. Schützt hinter ein Greenscreen. Aber das als Information. Ich denke, das reicht. Ansonsten stellt einfach die Frage. Oh ja, okay, was hast du denn jetzt? Nehmen wir es zeitlich. Das war quasi auch eine Neuheit. HCM. Escape. Escape-Spiele sind ja durchaus beliebt gefragt, ob man jetzt die daheim spielt oder ihr geht in Escape Room. Ich habe mir jetzt auch mal aufgeschrieben, es gibt bei euventure.de auch ein Outdoor Escape, das ist in Dresden. Das ist aber ganz cool gemacht, das habe ich mir vorhin angeguckt, wo man quasi ja Sehenswürdigkeiten dann dadurch noch erkundet in Dresden. Also EU Venture, könnt ihr mal reinschauen. Aber dieses Trapped, das ist ein Escape Room Spiel, was man in, und ich mache es ein bisschen auf, was man erst einmal vorbereitet. Das heißt, schaut mal hier, steht drauf, vor dem Spiel platziert diese Broschüre auf einem Tisch. Ihr bereitet es vor. Wenn ihr das mit Kindern oder wenn ihr das spielen wollt, mit Freunden, dann könnt ihr das schon ein bisschen vorbereiten. Ihr habt hier einen Ausweis. Ich mach's mal hier. Hier eine Übersichtskarte. Es gibt natürlich, das sind die Ausweise. Es gibt hier die Kunstsammlung, Information, das legt ihr aus. Das Ganze ist bestückt mit Hinweisen. Und so könnt ihr quasi, und das bin ich mal gespannt, ob das auch so funktioniert, einen eigenen Escape-Raum natürlich daheim nachbauen. Ich bin mal gespannt. Ich habe es vorher im Thomas auch gehabt. Ich denke immer, ich kann ja eigentlich alles auf den Tisch legen und dann gleich anfangen. Warum muss ich jetzt durch die zwei Räumlichkeiten gehen? Wir werden es ausprobieren. Wir werden darüber berichten, ob das funktioniert, ob es auch Spaß gemacht hat, wie das mit den Hilfeanzeigen war. Also steckt einiges dahinter. Das habe ich auch gedacht. Für was haben sie das reingehen? Das ist so doppelseitiges Klebeband, weil die haben gesagt, ja, wir haben manches Material, das muss man an die Wand befestigen oder seitlich irgendwo hinlegen. Die haben gleich alles dabei, dann sollen wir es gleich da hinmachen, dann stellt es auch kein Problem dar. Persönlich vertraulich. Ich lasse mich da gerne überraschen. Hier sind die Hinweise natürlich hinterlegt, wenn man nicht weiter weiß. Na, hoffentlich sind es gute Kleber, sonst hätten sie ja dann gleich noch zum nächsten Maler, wenn du dann wieder der Peter runterreißt. Ja, guter Hinweis. Die haben extra drauf hingewiesen. In der Anleitung haben sie hingewiesen. Also, nicht, dass der Reklamation kriegen, da heißt, ja, was ist denn das für ein Kleber? Also die haben extra darauf hingewiesen in der Anleitung. Passt da ein bisschen auf. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, ob es auch Spaß macht. Es sind vier Ausweise hinterlegt. Ja, toll, wenn er zu sechs spielt. Steht ja auch drin, es braucht nicht unbedingt jeder einen Ausweis. Und wie gesagt, das Code, dieses Türschloss, das bringt man seitlich dann an der Tür hin. Ich bin mal gespannt. Die Tage werden wir es ausprobieren. Aber da merkt man auch, und wir haben da nachher noch mal ein bisschen was vorbereitet, es gibt immer mehr Escape-Spiele, Exit-Spiele, immer mehr Verlage, die solche Spiele rausbringen. Und das Spiel noch mal zur Information, falls der ein oder andere fragt, heißt Trapped. Verwandle jeden Raum in einen Escape Room von HC in Kienzl. Ab 8 Jahre angegeben, Level aber fortgeschritten. Ich bin mal gespannt. 2 bis 6 Personen, 1 bis 2 Stunden ist es angegeben. Ich gebe es dir gerade zur Seite. Mach mal wieder ein paar Fragen, die du bekommen hast. Was haben wir noch? Was gibt es aktuell für neue gute Spiele? Ich glaube, das haben wir gesagt. Nachher noch ein paar, also das auf jeden Fall. Dann kam der Wunsch, Trails of Tucana zu spielen, beziehungsweise Obsthain mal zu spielen live. Wir müssen einfach mal schauen, wie es passt. Weil wir ein Zeitfenster von einer Stunde haben, könnte es natürlich schon ein bisschen eng werden, aber gleich der Hinweis zu Trails of Tucana, da stelle ich euch demnächst auch die Erweiterung vor. Obsthain gibt es ja auch wieder eine Weiterentwicklung, also da kommt auf jeden Fall was. Und dann eine Frage, dann können wir zum nächsten Spiel übergehen. Wann sieht man dich mal bei Brettspielduell oder anderen Sendungen etc. beim Chris und so weiter? Ich war am Anfang auch teilweise mal in der Sendung, jetzt nicht beim Duellspiel, und sonst bin ich groß jetzt gar nicht vertreten. Früher mal, vor 1-2 Jahren öfters mal. Und der Hintergrund ist einfach der Zeitfaktor, was bei uns natürlich durch die familiäre Situation auch dazukommt. Deswegen drehen wir auch alle vier Wochen etwa live. Und wir spielen sowieso viel. Thomas sagt immer, ihr spielt ja viel zu viel. Wir spielen wirklich sehr viel. Und ich drehe da noch so viel, da fehlt mir einfach die Zeit. Das ist als kleiner Hinweis, vielleicht früher oder später. Aber jetzt im Moment fehlt es einfach an der Zeit. Achso, nicht am eventuell verlieren. Duell klingt doch so. Ich kenne das Format jetzt nicht, deswegen. Doch, schon ein cooles Format. Der ein oder andere kennt es. Schaut mal rein. Ich glaube, kommt immer montags. Ich habe auch schon mal kurz, klar, zeitliches Thema. Und es kommt anscheinend gut an. Aber klar, da muss man eingeladen werden, etc. Spielen viele Faktoren. Das sind auch wirklich, die machen es wirklich super. Meistens immer so der gleiche Kreis. Aber schaut mal rein. Duell mit Fragen, etc. Und wo die Community auch teilnehmen kann. Ich glaube, immer montags. Aber jetzt hat doch jemand gesagt, wir sollen was spielen. Dann machen wir das doch kurz.
Jetzt kommt ein Spiel, da dürft ihr, glaube ich, mitspielen. Bitte. Ja, dann lass mal mitspielen. Genau, Inspektor Nase, ab 7 Jahre. Machen wir es in die Kamera? In die Kleine? Ja, müssen wir gucken. Ihr dürft jetzt ein bisschen mitraten und mir helfen, weil der Thomas, der macht das immer so kompliziert. Deswegen lege ich erst mal Ich lege jetzt erstmal die Karten. Ich glaube, von oben wäre doch besser. Wäre es oben? Ja, besser? Ja, oben ist besser. Wenn die Zuschauer sehen, dann lege ich erstmal die Karte hier hin. Ja. Der Thomas hat die Karten von 1 bis 5, lege ich ihm auf die Seite. Das sind Bildkarten, damit erklären wir es euch ja quasi gleich. Tolles Spiel. War auch auf der Empfehlungsliste, Spiel des Kinderspiel des Jahres. Und so, das nennen wir es einfach so. Oh ja, das passt. Extra für den Thomas und für die Monia, wenn sie zuschaut. Viele Grüße. Also ich habe jetzt hier 5 Karten. So, ein bisschen neutral gehalten und eine Anzahl von Würfeln. Der Thomas hat jetzt alle 5 Karten gemischt. Da ist ein Werte drauf von 1 bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich und beziehungsweise ihr wisst es auch nicht. So, der Thomas bekommt jetzt von mir 5 zufällige Würfel. Und das werden wir vielleicht nachher immer in die Kamera rüberschieben. Und unsere Aufgabe ist es, die gesuchte Karte zu finden. Das heißt, nur eine dieser 5 Karten stimmt. Und der Thomas ist jetzt gleich ein bisschen im Stress, weil ihr dürft jetzt gleich ein bisschen mitkommentieren, wenn ihr Lust habt. Und der Thomas würfelt erst einmal mit allen 5. Ich bin noch nicht im Stress. Ich verliere gleich bei der ersten Karte, wie immer. So, und der Thomas wählt jetzt einen dieser Würfel, ganz zufällig, auch mit den Motiven, der zu diesem Bild passt. Und ich, beziehungsweise wir, müssen eine der 5 Karten aussortieren. Also nochmal, er sucht einen Würfel aus, was zu seiner gesuchten Karte passt. Und wir müssen eine andere Karte aussortieren. So, er hat den Tunnel, ich sag's mal, den Tunnel auf die Seite gelegt. Und jetzt kann man natürlich ein bisschen schauen, was von euren Kommentaren kommt. Was passt keinesfalls zu einem Tunnel? Na toll, Thomas. Und da merkt er auch, die Würfel, die Symbole, die passen nicht immer. Ist auch absichtlich so gemacht. Und wie gesagt, das ist die Karte Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt dürft ihr ein bisschen die Zahl nennen. Welche Karte, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein bisschen mitkommentieren. Welche Karte soll ich rausschieben? Welche passt auf jeden Fall nicht? Weil hier ist ein Tunnel abgebildet, das ist eine Achterbahn, ein Regenschirm, eine Schildkröte. Viele Grüße. Thomas hat nämlich einige daheim, weiß gar nicht wie viel. Schildkröten 3. Daheim, 3, dann ein Glas, ein leeres Glas und es sind Scherben, Glasscherben, so nenne ich es jetzt einfach mal, sind angezeigt. Und ich weiß gar nicht, ob schon ein bisschen, es ist ja auch immer eine Zeitverzögerung, je nachdem, wie ihr es schaut, ist ja auch verbunden, deswegen versuche ich es ein bisschen langsamer zu machen. Also der erste ist ja die 2 aussortieren. Der Regenschirm. Glas aussortieren, also es geht darum, welche aussortiert werden müssen. Genau, welche Karte passt auf keinen Fall. 5 passt nicht, also... 5 ist ein paar Mal genannt worden, okay. Ihr merkt, ihr könnt auch ein bisschen Spaß haben an... Weil ich fand es wirklich klasse, also macht Glas, Erwachsenen Glas, auch was. Glas, Glas ist oftmals genannt. Glas, Scherben, Scherben... Also okay. Glas und Scherben ist okay. Auf jeden Fall mehrfach, Schirm einfach. Jetzt, also Tunnel und Scherben, Thomas, ich verlasse mich jetzt einfach, müssen wir auch ein bisschen an die Zeit schauen. Ich schiebe die Karte raus. Die passt. Sehr schön, sehr gut. Jetzt kommt der Würfel, der bleibt auf der Seite. Thomas kriegt von mir einen neuen Würfel. Er würfelt neu mit den 5 Würfeln und wählt wieder einen Würfel. Und auch dieser Würfel passt wieder zu seinem gesuchten Motiv. Und wir müssen wieder eine Karte aussortieren. Und jetzt merkt ihr, wie das läuft. Ziel ist es, ja, gar nicht mal so, sieht man es in der Kamera. Ich glaube, man sieht es alles, auch die Würfel. Es ist schwierig. Man muss jetzt quasi wieder eine Karte aussortieren. Und Ziel ist natürlich, viele Punkte zu erreichen. Ihr könnt es über mehrere Runden spielen. Und das kommt super an, bei Kindern, aber Familien, aber durchaus auch vielleicht bei euch, je nachdem als Absager, was ihr sonst spielt, Inspektor Nase von NSV ab 7 Jahre. Die Luftballons. Okay, Luftballons passt zu seinem Motiv. Ja, jetzt ist natürlich, ja, ich habe schon eine Tendenz, aber vielleicht ihr auch. Also wir haben jetzt den Tunnel. Wir haben jetzt hier so 5 Luftballons. Wobei genau, also was sollen wir aussortieren? Was jetzt? Sollen wir aussortieren? Die Achterbahn. Freizeitpark könnte ja vielleicht der Bereich sein. Thomas darf sich ja nicht äußern. Regenschirm und Luftballons. Schwierig. Schildkröte passt für mich im Moment. Und das Glas, Tunnel und Luftballons. Also ich habe schon ein bisschen meine Tendenz. Ich bin mal gespannt, was ihr Glas sagt. Glas raus ist das Erste. Glas, okay. Glas ist raus von euch. Und so funktioniert. Da habe ich euch, braucht das Video gar nicht mal schauen. Glas, Zweite, genau. Würfel auf die Lupe legen. Ja, gut. Das, ja, die Würfel legt man hier quasi drauf. Glas haben wir jetzt, glaube ich, 6 Also mal. Thomas, dann nehme ich das Glas raus. Hätte ich jetzt auch gesagt, passt nicht. Ja, passt. Alles wunderbar. Sehr schön. Dann nächster Würfel. Thomas hat wieder hier.
So, und jetzt bin ich mal gespannt, was er als nächstes dann nimmt. Und ja, Ziel ist natürlich, das zu Oh. erfüllen. Aber auch hier hatten wir vorher eine kleine Proberunde, weil wir drei komplett schief gegangen, komplett schief gelaufen. Ich habe, glaube ich, zweimal als erste Karte die richtige Das ausgewählt. Problem ist jetzt genau, was soll jetzt dazu passen? Das ist schon wieder Dein das. Problem. Thomas will ja immer gewinnen. Na, nicht immer gewinnen, aber spaßig. Auf jeden Fall das Ganze. Und die Proberunde, wir haben vorhin gesagt, wenn man das so live macht, dann denkt jeder, was ist denn das für ein komisches Spiel, wenn man da Komm, gleich nichts wir erhält. nehmen. Die Spritze. Okay, die Spritze. Ja, da kann man jetzt natürlich an vieles denken, an Impfung und sonstiges. Und ja, Schildkröten, brauchen die auch eine Impfung? Ich weiß es gar nicht genau. Der Also, Regenschirm. was soll raus? Was soll raus? Genau, was passt? Die drei Tunnel, Luftballons, Spritze passt zu einem der drei Motive. Wir, Also, ich müssen auswählen. die Corinna tippt drauf, ist die Achterbahn. Karina sagt, die Achterbahn soll raus. Also, Die Achterbahn soll raus. aber einer sagt, es ist Achterbahn. Okay, also wir müssen eine Karte rausschieben, die nicht zu diesen drei Symbolen Jörg passt. aus. Okay, wäre auch eine Möglichkeit. Zack, hier. Nein. Absolut. Schauen wir mal kurz noch. Okay. Carina sagt Adrenalin. Schirm raus, Regenschirm. Also, Schirm raus. Okay, und was? die Was? Schildkröte sagt Schildkröte? eine. Schildkröte hätte ich sogar Schildkröte mit sagt drin. auch raus. Schirm. Ich Schildkröte Schirm wäre. hat die Mehrheit. Schirm hat die Mehrheit? Momentan gesehen es, ja, Schirm hat Okay, die komm, dann Mehrheit. machen wir ein bisschen schneller. Wir wollen euch hier Passt. noch ein bisschen was zeigen. Super. So. So, jetzt nächster Würfel. So, und jetzt geht es noch um diese zwei Karten. Ich halte mich jetzt raus. So, jetzt haben wir Ganz diese hier. einfach. Okay, Foto machen. So, jetzt habt ihr gefragt. Foto hat er rausgegeben. Man kann natürlich ein bisschen auf die anderen Würfel noch schauen, was er da jetzt noch liegen hat. Ob das jetzt je nachdem ein Tier ist, das ist schon alles möglich. Das ist schon ein kleiner Tipp, den ich euch durchaus geben kann, wenn ihr es noch nicht kennt. Ah, Karina hat gesagt, nicht die Achterbahn raus, es ist die Achterbahn, sagt Aha, sie. ja. Sonst. Jetzt sagt sie Schildkröte raus, Okay, kommt noch das ein paar so. Meinungen von euch. Also, ich habe am Anfang auch, und Thomas wird natürlich nachher ein bisschen erklären, das ist auch schön mit Kindern, die erklären das quasi im Anschluss, warum sie das Motiv gewählt haben, mit welchen Würfeln. Das ist auch ein bisschen schwierig und das kam bisher super an. Also wirklich ein tolles Schildkröte Spiel. raus. Schildkröte raus, ich mach's raus und Und? sehr schön. Okay, Thomas, ganz kurz und dann gehen wir zum nächsten Spiel. Klar, Tunnel. der Tunnel ist klar. Verbindung zum Europa-Park, Blue Fire, die ja auch durch Tunnel geht oder beziehungsweise auch andere Achterbahnen. Dann die Luftballons, denke ich, für einen Freizeitpark insgesamt auch Okay. ganz gut. Bei dem nächsten hatte ich mich ja schwer getan. Ich habe die Spritze wegen des Adrenalin genommen, da wurde richtig getippt. Und Okay. Foto kennt ja jeder, kann man ja direkt immer an der Kasse mitnehmen. Von Okay. daher. Ah, und das war Inspektor Nase. Ich hoffe, das Spiel hat euch jetzt in der Art und Weise auch gefallen. Wir versuchen ja immer wieder so ein Gameplay-Spiel oder ein Spiel reinzunehmen, wo wir zwei gegeneinander spielen. Aber jetzt habe ich gedacht, komm, das passt jetzt gerade. Und da Ja. könnt ihr auch ein bisschen mitspielen. Der Und. Ansatz von Jörg heute war, dass er wenigstens auch mal eins gewinnt. Stimmt, vorhin habe ich verloren beim Bienenspiel. So viel haben wir heute gar nicht gespielt. Und der Thomas hat viel eingerichtet. Also nochmal an dieser Stelle danke an Thomas. Der hat vorhin jetzt, was den Schluss angeht, ich muss immer ein bisschen auf die Uhr schauen, dass wir das ein bisschen im Blick haben. Deswegen kann es sein, dass wir ein bisschen überziehen. Noch das ganze Kickstarter-Thema in 2 Stunden vorbereitet. Da hat er sich Listen gemacht, Hinweise gemacht, Bilder eingefügt und alles Mögliche. Wobei, Thomas, vielleicht gehen wir gleich zur Umfrage über. Wäre Ich das würde was? sagen, wir nehmen die Umfrage Wir mit. wählen die Umfrage. Ich mache immer Spaß. Thomas soll ja auch ein bisschen was machen. Wobei, ich bin ja froh, dass er mir hilft. Schau auch von der Technik her nicht so einfach. Wir machen jetzt eine Umfrage. Schon eingeblendet? Nee, ich würde kurz dazu was sagen. Also, Ja. wer Umfragen bisher noch nicht mitgemacht hat, Ja. gleich kommt ein QR-Code, den kann man abscannen und landet dann direkt auf der Seite. Oder man gibt menti.com an, das steht auch direkt oben drüber. Und wird dann so nach einem Code gefragt, den man dann eingibt. Und dann kann man, ohne sich irgendwo zu registrieren, anzumelden, an der Umfrage dann teilnehmen. Und ich würde die Umfrage jetzt einfach mal einblenden. Es geht nämlich darum, welche Spiele ich aus meinem Regal vorstellen soll. Da haben wir ein paar ausgewählt, die ist auch den Jörg interessieren. Ja, außer eins, das verrate ich aber nicht. Zwei verweigerst du dich eigentlich so grundsätzlich, aber muss ja auch Okay, sein. muss ja auch Ihr sein. dürft drei Spiele auswählen. Okay, dann denke ich mal, hast du den Code schon Wir können eingeblendet? noch ein bisschen was sagen. Genau, also der Code ist eingeblendet. Wir haben Tricerion, bekanntes Spiel. Da habe ich dementsprechend aber mittlerweile die große Box mit den Erweiterungen. Cerebria auch von Mindbash Game, wie Tricerion auch. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel. CO2, ein eher unbekannterer Lacerda, eher so kooperativ oder kompetitiv, ist auch so mit dabei. Dann haben wir als Spiel Venedig, das hast du Auch dir auch genannt. gewünscht, genau.
Dann haben wir Reavers. Ein paar von mir dabei. Ich will genau. jetzt nicht auf Venedig schwimmen, aber genau. Dann haben wir Reavers of Midgard. Das ist so der Nachfolger von Champions of Midgard. Ja. Prea Porte als Kickstarter-Version. Wir haben die Suburbia Collector's Edition, die recht neu kam. Aber die ist nur auf Englisch, auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja, aber wie gesagt, es geht. Und Klinik Deluxe Edition, auch mit ein paar Erweiterungen, die da dementsprechend mit dabei sind. Jetzt warte mal kurz vielleicht. Ich habe mir, was mir gerade eingefallen ist, schon auf Ark hätte ich eigentlich noch nehmen sollen. Ja, die ganzen Boxen. Ich hatte mir schon auf Ark tatsächlich überlegt, wobei da hätte man die erste Box, muss ja nicht alle Boxen mitnehmen. Okay. Und wir lassen euch auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, was ihr abstimmen könnt. Alle diese Spiele und es ist schon eine Roomtour über 6 Teile, glaube ich, insgesamt. Wirklich am Anfang. Ich habe ein paar Tonprobleme gehabt, habt ihr ja auch gemerkt. Habe versucht, ein bisschen das einzurichten, aber einfach durch den Wechsel und durch den Regalwechsel. Wir haben das einfach in einem Nachmittag komplett durchgezogen. Aber dadurch, dass das Mikrofon direkt bei ihm ausgerichtet war, und das war mir auch das Wichtige, dass er immer in seiner Position ist, habe ich ihm die Spiele immer hingestellt. Und es waren auch unter anderem diese Spiele dabei, die wir immer knackig in wenigen Minuten euch vorgestellt haben. Und das hat Spaß gemacht. Leute, votet noch ein bisschen für Cerebria, ein thematisch sensationelles Spiel. Der Jörg ist nicht so der Freund, aber ich finde es super. Ich würde es echt mal wieder gerne. Aber es ist interessant, wir führen also momentan mit Venedig und danach... Das hast du gerade da, glaube ich. Venedig habe ich sogar da. Okay. Dann haben wir der Reavers of Midgard mit 14 und die Suburbia Collector's Edition. Ich glaube, der Thomas muss alle machen. Ja, du hast überlegt, ob wir alle... Nein. Wir fahren auf jeden Fall. Wann das kommt, schauen wir einfach mal. Der Thomas ist abends dann da. Ich bin bei ihm dann, dass man das auf jeden Fall hinbekommt. Oh, und Klinik Deluxe kommt auch. Deine Frau abgestimmt wahrscheinlich, oder? Der hat das Spiel sehr gut gefallen, okay. Also definitiv. Ja. Also, und dann suchen wir, wie gesagt, und dann machen wir das wieder. Thomas macht das auch gerne, haben wir auch vorher gefragt. Und dann passt es auch soweit. Aber wie gesagt, all diese Spiele und bei weitem mehr. Thomas, wie viele Spiele waren es insgesamt? Ich weiß gar nicht, wo wir vorgestellt haben. 300-400 Spiele, was wir vorgestellt haben bei dir. Bei mir? Nein. Ich habe unter 200 Spiele. Also, aber, und das sind 5 Stunden. Aber wichtig, ihr müsst es nicht komplett anschauen. Sage ich immer zu jedem Video. Ihr braucht nicht jedes Video anschauen. Es sind ja auch Kindervideos dabei, dann wieder Videos für Experten dabei. Sucht euch das raus, was für euch interessant ist. Es sind ja jetzt schon fast 3000 Videos auf dem Kanal. Sucht euch da einfach raus, was euch Spaß macht. Und dann stellen wir das Ganze vor. Und das wollte ich sagen, bei der Roomtour ist ein Zeitmarker hinterlegt. Also interessiert ihr euch für ein Spiel nicht, dann könnt ihr direkt zum nächsten Zeitmarker springen. Das wurde damals gewünscht, das mache ich gerade bei längeren Videos immer, weil diese zwischendrin, dieser Smalltalk oder diese Infos zu einem Spiel, was einem nicht interessiert und deswegen auch die Zeitmarke, dann springt einfach, also ihr müsst es nicht komplett anschauen, springt einfach zu dem Zeitmarker, was euch interessiert. Und Thomas, ich glaube... Genau, also wir können jetzt, wir schließen, also die Umfrage, wie gesagt, können wir noch offen lassen, wenn jetzt jemand dabei ist. Wir können zum Schluss das Ganze nochmal einbinden, weil die Frage kam nämlich dann auch, wo man die Ergebnisse erfährt. Das würden wir dann dementsprechend nachher machen. Und momentan würde es so aussehen, dass wir mit Venedig starten, dann über die Klinik Deluxe gehen und dann nehmen wir Cerebria noch mit. Sehr schön. Ich denke, bei den Teilnehmern können wir die restlichen dann später auch noch mitnehmen mal. Weil das ehrlich? Das wäre aber schön. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall mal die 3, die werden wir dann halt als erstes mitnehmen. Und dann werden wir nächstes Mal noch ein bisschen die Liste nehmen, weil es sind grundsätzlich die Spiele, die sind eigentlich alle gut, auf ihre Art und Weise. Also wichtig, ich habe natürlich auch einen Thomas gefragt, passt es soweit? Ich habe keine Wünsche gehabt, die habe ich jetzt auch hier geäußert. Und ich glaube, da habt ihr auch richtig viel Spaß. Teilweise natürlich englische Version, teilweise deutsch, aber das wird der Thomas, wie es gewohnt sein, auch kurz und knackig ein bisschen was drüber sagen. Thomas, in Anbetracht der Uhrzeit, glaube ich, müssen wir ein bisschen jetzt drücken auf Tempo. Wie viele Spiele hast du? Komm, wir nehmen das obere gleich, oder? Nee, das kommt ja in Gewinnspiel. Okay, also, Gewinnspiel machen wir erstmal das und dann. Genau, können wir auch noch machen. So, da kommt demnächst das Video zu Espresso Doppio aus dem Hause Hoch. 1 bis 2 Personen ab 8 Jahre. Und ich habe ein paar Fotos auf Instagram. Wenn ihr noch nicht auf Instagram seid, dann könnt ihr mir da gerne folgen, weil da hinterlege ich meistens Fotos und Informationen. Und da gab es auch viele Infos und viele Nachrichten. Mensch, das sieht ja richtig toll aus mit dem Geschirr, wo man da hat. Und nächste Woche folgt das Video. Und der Thomas hat es vorhin zum ersten Mal gespielt. Mich hat nicht so überzeugt, das Spiel. Und das hat mehrere Faktoren.
das Thema ist wirklich wunderschön gewählt. Ich hole das ein bisschen raus, sonst sieht man es. Thomas räumt danach wieder auf. Und was ihr jetzt am Anfang habt, ich kann es kurz aufbauen, das ist ja wirklich schnell erklärt. Ihr habt praktisch hier so eine Auslage, wirklich schön gemacht. Und ihr habt Karten, Auftragskarten. Und von diesen 16 Karten bekommt jeder Spieler, jede Spielerin 8 Karten zufällig. 3 dieser Auftragskarten legt man quasi offen aus. Ich nehme jetzt einfach mal 3 von diesen Karten. So, die anderen Karten mache ich raus. Dann wird natürlich das erste Mal von der Spieleranzahl, also zu zweit, immer abwechselnd hier platziert. Das heißt, ihr habt das hier platziert. Dann kommen die Löffel noch hier drauf. Also der Aufbau ist recht einfach gemacht. So, und das sind die Bohnen, das sind praktisch die Punkte. Und was macht man in dem Spiel? Ich versuche natürlich, meinen Auftrag zu erfüllen. Manchmal ist die Anordnung ganz wichtig, manchmal muss ein Löffel alleine liegen, manchmal muss es wie hier gleich passen und so läuft das Ganze. Wenn man am Zug ist, muss man einmal tauschen oder versetzen. Das heißt, ich kann jetzt auch hier das rüber versetzen. Ich kann natürlich auch tauschen, das wäre auch eine Option. Ich kann da auch einen Löffel dazu nehmen. Es dürfen nur natürlich nicht 2 Tassen etc. bei sein. Doch, man sieht es. Das ist so schön gemacht, dass man es natürlich nicht in der Kamera wirklich sieht. Ich mache es ein bisschen runter. Ja, das sollst du dir auf jeden Fall. Okay, ich schicke noch ein bisschen runter. Zack, Thomas, wenn es passt. So, jetzt einigermaßen sieht man. Genau, also das Geschirr habe ich platziert. Die Auftragskarten habe ich auch hier. So, jetzt sollte es passen. Und ja, es gilt natürlich, die Aufträge zu erfüllen. Und wenn ihr einen Auftrag erfüllt, dann bekommt ihr die Kaffeebohnen. Und der erste Punkt ist natürlich, dass man tauscht. Das heißt, ich tausche hier oder ich versetze. Einmal müsst ihr, zweimal optional. Und dann wird einfach geguckt, passt das, was euren Auftrag angeht, passt das nicht. Wenn ihr sogar den doppelt erfüllt habt, bekommt ihr die doppelte Punkte. Und so spielt ihr quasi das immer weiter, bis ihr, immer reihum wird weitergespielt, bis ein Spieler, eine Spielerin 8 Aufträge erfüllt hat. Und dann werden sofort die Karten getauscht. Und der Mitspieler versucht sich an den 8 Aufträgen. Und es wird quasi über 2 Runden gespielt. Und wer am Schluss die meisten Bohnenplättchen hat, der oder diejenige hat gewonnen. Und was mich daran gestört hat, war insbesondere, dass aufgrund der richtig coolen Verpackung, hier ist auch ein bisschen angeschlagen, das ist ein bisschen gesplittert ist bei mir. Weil das natürlich so einer einfachen Verpackung kommt, wenn ihr das natürlich bestellt, je nachdem, wo ihr es bestellt. Und dann kann natürlich sein, dass hier leicht was in zu Bruch geht oder absplittert, wie es bei mir auch der Fall ist. Kann eine Ausnahme sein, aber ich habe darauf hingewiesen im Video und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal hinweisen. Was mich aber wirklich gestört hat, war die farbliche Anordnung, weil hier seht ihr quasi auch schwarz als Löffel hinterlegt, aber ich hoffe, man sieht es in der Kamera, es ist so ein dunkelbraun und beige. Und wenn schwarz auf der Karte hinterlegt ist und bei manchen Auftragskarten hatten wir am Anfang ein bisschen Probleme. Und da fand ich einfach die Illustration von den Karten schlecht gewählt. Oder ich habe es zum Thomas auch gesagt, dann machen wir einfach die Tasse schwarz, dann ist rum. Warum das nicht ging, weiß ich nicht. Aber das hat mir beispielsweise an dem Spiel nicht gefallen. Wenn es euch nicht stört, wenn ihr sagt, Mensch, soweit ist doch ganz alles cool, dann ist sicherlich ein Spiel was für euch. Ich glaube, nächste Woche oder so werde ich das Video online stellen. Thomas, dein Eindruck vielleicht ganz kurz zu dem Spiel? Ja, so das wäre für mich so der typische Grafikblender, weißt du, so überdimensioniert. Also Material an sich toll und das sieht auch gut aus, aber ich sag mal so, das Material wahrscheinlich war so teuer, dass man da beim Spiel dann halt doch ein bisschen gespart hat. Ja, also schade für das Spiel aus unserer Sicht. Ich habe gedacht, aber ich nehme es rein, weil gerade so viele Nachrichten zu diesem Spiel damals kamen. Und klar, man muss natürlich aufpassen beim Einsortieren und insbesondere, wo ihr das Spiel bestellt, wenn das hier was kaputt ist oder ihr wollt es verschenken. Habe ich auch gesagt, das ist auch ein Thema, wenn ihr das verschenken wollt. Dann müsst ihr natürlich schauen, dass das nicht innerlich kaputt geht. Ist natürlich schön von der Verpackung, dass man es außen dann sieht. Und ja, das Papier lassen wir auf die Seite. Die Löffel rein, die Löffel sind aus Plastik. Ich glaube, dann wäre noch mehr kaputt gegangen, wenn sie da richtige Löffel genommen hätten. Als kleine Vorstellung quasi auch eine Herbstneuheit aus dem Hause. Hoch 1 bis 2 Personen könnt ihr auch Solo spielen. Auch eine Option, die ihr dann habt. Thomas, ich gebe es hier einfach rüber. Wie soll ich nicht Solo spielen? Ein Solo-Spiel hat man dann 3 Kaffeebohnen und jeder Tausch kostet eine Bohne und da ist es natürlich Ziel, viele Bohnen zu erreichen. Thomas macht es richtig, dass man es auch schön sieht. Weil wenn man das so sieht im Handel, ist schon ein Hingucker. Absolut, wenn man dann sieht, Espresso, Kaffee von Walter Obert, auch mal den Autor wieder erwähnen, habe ich jetzt nicht überall gemacht, aber den Autor erwähnen, aber vielleicht seid ihr jetzt auf euren Geschmack gekommen.
Ja, Thomas. Dann würde ich sagen, machen wir das nächste und da war, wolltest du was verlosen? Genau, genau. Die habe ich vor kurzem vorgestellt. Escape Welt in Leipzig ist das. Und die habe ich auch vorgestellt. Und ja, da habe ich jetzt einfach nachgefragt, wie sieht es denn aus? Ich würde gerne ein Gewinnspiel machen. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich da so eins verlosen kann? Und es hieß, ja, es gibt die Möglichkeit. Und da erst einmal herzlichen Dankeschön an Escape Welt, weil jetzt habt ihr die Möglichkeit auch zu kommentieren. Und mich würde jetzt auch in den Kommentaren interessieren, kennt ihr diese Art von Rätselspielen schon? Ich pack's kurz aus und sag was dazu. Und oder wart ihr schon im Escape-Raum? Und falls ja, wo? Würde mich einfach interessieren. Wir waren auch schon in Offenburg damals und es gibt ja sehr viele. Und Escape Welt ist ja in Leipzig, da könnt ihr mal schauen. Diese könnt ihr übrigens auch im Shop erwerben. Und ich würde sagen, diese Pyramide, der oder diejenige bekommt diese Pyramide natürlich in Originalversion dann zugeschickt. Und was muss man dann überhaupt da machen? Weil das ja ein Solo- und Logikspiel. Ihr spielt je nachdem über mehrere Stunden. Und hier ist es Aufgabe, die Pyramide zu öffnen. Das heißt, ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, Marker einzustellen, hier zu drehen. Aber hier hinten sind auch noch Rätsel. Wie muss ich das drehen? Kriege ich das irgendwie auf? Total faszinierend. Mich hat es total fasziniert. Gibt es teilweise ja oft im Handel. Und gerade als Geschenk sind die super geeignet. Und das Gute ist, muss ich gleich dazu sagen, so gut ist jetzt der Jörg auch nicht bei solchen Rätselspielen. Aber es gibt Hinweise. Und es gibt ein Kurzvideo zu diesen einzelnen Aufgaben. Als kleines YouTube-Video sind die dann hinterlegt, wo man dann nachschauen kann, sodass man auf jeden Fall die Lösung findet. Und dann könnt ihr die auch wieder zurücksetzen. Und da habe ich vor ein, zwei Wochen habe ich es euch vorgestellt. Und wie gesagt, Thomas macht das, weiß nicht, in 5 oder 10 Minuten machen wir einen kleinen Cut. Dann wird der Thomas auch sagen, wer gewonnen hat. Und dann bitte eine Mail an spieleblog@aol.de mit der Adresse. Die gebe ich dann weiter. Möglichst in EU. Macht, nehmt da welche teil, dass die Versandkosten sind. Also wäre schön, je nachdem von der Adresse. Und das teile ich dann auch Escape Welt mit. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und die werden dann quasi euch, hätte ich einfach mal gesagt, diese Pyramide dann zuschicken. Und es gibt natürlich noch mehrere Spacebox. Von der Verpackung habe ich ja das Einzige, was mir ein bisschen gestört hat, sieht eher so neutral aus, auch was diesen Tresor dann angeht. Aber die Pyramide ist auf jeden Fall ein Hingucker und alle drei habe ich auch in einem kurzen Video vorgestellt. So, jetzt wird schon fleißig vielleicht geschrieben, wo ihr wart. Ja. Schauen wir das ja im Nachgang an. Also generell wäre jetzt nicht... Oh, bis 10 nach machen wir im Prinzip dann. Okay. Bis 10 nach. Wer jetzt da jetzt später zuschaut etc. Also das Video wird ja aufgezeichnet, das seht ihr dann im Nachgang auf YouTube auch mit den Kommentaren. Die schaue ich mir immer gerne an, wenn ihr denkt, der Jörg kann jetzt das gar nicht lesen. Also ich schaue das dann im Nachgang nochmal an und ich finde es immer spannend, faszinierend. Wo wart ihr? Was habt ihr da erlebt? Je nachdem auch, vielleicht wart ihr da auch schon in Leipzig. Dürft ihr natürlich auch in den Kommentaren hinterlegen. Die kommt man nicht überall. So, jetzt habe ich noch was mitgebracht. Ja, und auf das Video freue ich mich wirklich, weil Dune Imperium habe ich gehabt und habe gesagt, Thomas, boah, Thomas, das machst doch du bitte. Mich hat es angelacht, aber der Thomas, was das Thema angeht und hat auch jetzt so die Abläufe, er kümmert sich ja gerne um solche Expertenspiele, wobei ein Expertenspiel ist das nicht für mich. Das habe ich bisher gespielt. Ich muss ein paar Mal spielen, dass ich da auch ein kleines Fazit dazu machen kann. Thomas hat schon öfters gespielt und Dune ist für dich ein tolles Spiel, ein tolles Thema, ein tolles Buch und du freust dich auf einen Kinofilm. Habe ich jetzt alles gesagt? Ja, ich würde nicht alles unterschreiben, was du gesagt hast, aber tendenziell vieles davon. Also Dune ist an sich ein gutes Spiel, da kann man nicht meckern. Ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft an der einen oder anderen Stelle, muss ich zugeben. Ich habe es glaube ich auch im Livestream gesagt, ich habe meine erste Berührung mit Dune waren in meiner Kindheit, lang ist es her, mit dem PC-Spiel von, ich glaube, den Westwood Studios war es. Wo man dann seine Sandcrawler oder wie die da hießen, dann raus in die Wüste hat fahren lassen. Und bei Dune geht es ja darum, dass man dieses bewusstseinserweiternde Spice dann dort erntet, was ja von diesen riesengroßen Würmern ausgeschieden wird. Und ich habe mit Dune die Beziehung dann noch, dass halt die Sandwürmer die ganze Zeit meine Erntemaschinen aufgefuttert haben. Deswegen hat es mich interessiert, das Spiel, auch weil ich den Trailer von dem Film, der jetzt im September kommen muss, der Neuverfilmung dann auch gesehen habe, fand ich das grundsätzlich sehr interessant. Und habe es letztes Mal gleich, wo wir bei mir gedreht haben,
Habe ich ja begonnen, das Buch zu lesen. Das erste. Jetzt durch, oder? Das habe ich jetzt durch. Bin jetzt beim zweiten. 600 Seiten. Ich weiß nicht, ob es 600 bis 800, okay, glaube ich, waren es. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Ist sehr religiös geprägt, auch sehr, sehr kulturell. Dann versteht man aber auch hier, warum habe ich denn hier, sage ich jetzt mal, die Raumgilde, was macht die Bene Gesserit oder die Fremen? Ich habe einen ganz anderen Bezug halt zu dem Spiel. Meine Kritik an dem Ganzen ist natürlich, ja, ist es jetzt großartig thematisch? Ist es jetzt Dune und vom Darf Thema super krass? Ja, ja. Jein. Also es ist ein gutes Spiel. Das passt soweit. Was ich mich ja daran gestört habe, dass man egal wo man sich da hinstellt, bei den Kampffeldern dann immer seine Truppen an den gleichen Ort schickt. Mhm. Das ist zwar insgesamt gut gemacht, vor allen Dingen dann eben auch mit diesen Intrigenkarten, die ich spielen kann. Aber für jemand wie mich, ich mag es noch ein Ticken mehr thematischer, hätte da noch ein bisschen mehr sein können. Ich möchte aber nicht absprechen, dass es ein gutes Spiel ist, was auch bleibt, weil dieser Kartenmechanismus, den kennt man von Klong. Mhm. Da fand ich den schon ganz gut und komischerweise gefällt mir meiner Frau jetzt dieses Spiel besser wie Klong. Also okay, sie würde jetzt eher das mit mir spielen wie Klong, deswegen bleibt es auch. Warum ist da momentan so ein Reiz bei dem Spiel? Man hält ja sehr viel. Gerade auf BoardGameGeek lief da auch sehr viel von dem Spiel. Was ist für dich das Besondere bei dem Spiel jetzt an sich? Ich fand's gut, also es hat Spaß gemacht. Es hat jetzt nicht so gesagt, was ich gesagt, wow, Wahnsinn, aber nee, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, vor allen Dingen egal in welchen Partien wir es gespielt haben. Es war immer knapp. Also auch zum Beispiel mit den Schlussintrigenkarten, die ich dann spielen kann, dann kann es dir halt passieren, dass einer die 10 Punkte dann auslöst, die für die Beendigung, die für die Beendigung wichtig sind. Und warte mal kurz, bevor du das zumachst. Mhm. Und der andere dann aber trotzdem noch kommt. Was ich schade finde, ganz ehrlich. Nee, nicht schon. Du musst mir dann Ende gucken. Nee, das Ende ist mir jetzt eigentlich völlig wurscht. Das ist Spice. Also diese Gewürzdroge. Jetzt habe ich was mitgebracht, was ich angefangen habe, aber bitte noch nicht aufmachen. Jetzt, Jörg guckt schon ganz skeptisch. Oh, ich halte es in die andere Kamera. Tom. Genau. Cool. Muss noch ein bisschen aufpassen. Also ich habe die noch nicht zugeklebt oben, aber... Machst du auch? Nee, es war eine Idee, nicht von mir, sondern die hatte tatsächlich jemand im Internet und man konnte diese kleinen... Dinger da bestellen und habe dann gesagt... Hast du noch die Adresse oder kannst du... Also wenn ihr da fragt, vielleicht den Kommentar ja, oder so. Find ich Kommentare, dann, dann kann der Thomas das in die Kommentare beantworten, macht es im Nachfeld. Cool. Das ist natürlich schon cool. Da kannst du es aufmachen und dann ist genau eine Riesensauerei oder was ist da drin? Ich habe Kurkuma mit bisschen Curry gemischt, weil der Spice ist ja im Prinzip so gelblich und mit so ein paar roten Elementen. Monia geht jetzt in die Küche wahrscheinlich und schaut. Nee, nein. Ich habe eingekauft und ich habe sogar zu viel eingekauft. Das heißt, sie freut sich über mehr Gewürz. Das reicht ja eigentlich, dass man da noch was verlosen. Nein, also von daher gibt es vielleicht den Hinweis im Anschluss. Ich fand es halt doof, sage ich jetzt mal. Mich hier teilweise. Also ihr merkt, wir haben jetzt nicht alles nach Drehbuch. In Anbetracht der Uhrzeit muss ich komme ich schon ein bisschen ins Schwitzen. Aber wir haben noch so einen kleinen Add-on nachher, was Kickstarter angeht. Da wird der Thomas noch ein bisschen was erzählen. Da überziehen wir, aber diesmal ein bisschen Thomas geschuldet. Das war zu Dune, wenn ihr Fragen haben solltet. Na danke, rein. Thomas geschuldet. In die Kommentare. Dann bin ich nicht der Thomas Gottschalk hier diesmal. Und dann gerne in die Kommentare, wenn ihr da noch Fragen haben solltet. Wenn wir eine Frage überlesen, das kommt auch ab und zu mal vor, weil der Thomas agiert hier, der hat hier 3 Monitore und ich sitze hier da und zeige nur die Spiele. Dann kann es sein, dass man das vielleicht im Nachgang noch beantworten. Also wer jetzt da sagt, Mensch, auf meinen Kommentar gab es noch keine Info, da nochmal rein. Thomas, ganz kurz, wir machen da nochmal die Spiele in Anbetracht der Zeit, beziehungsweise du stellst da hinten noch was. Das Gewinnspiel, genau. Ansonsten soll ich schon das nächste Spiel holen oder wie soll man verbleiben dann? Einen Moment. Thomas hat schon, ansonsten zeige ich es ganz kurz. Machen wir das nächste Spiel schon, jawohl. Wir machen, ein bisschen Zeit habe ich nämlich noch. Und das Spiel hat mich auch überrascht. Ich hoffe, man sieht es jetzt ja. Im Schatten der Pagode, Martin Dolezal, ab 10 Jahre, 2 bis 4 Personen, 45 Minuten Korea Board Games. Richtig cool. Ich konnte die Anleitung allerdings damals nicht so richtig und bin froh, jetzt gibt es eine deutsche Version bei Board Games Circus und auch dieses Spiel habe ich schon vorgestellt. Und es hat mich echt überrascht. Und Thomas, der hat es jetzt vorher nur angeguckt, den hat es auch schon wirklich überrascht. Thomas, ich nehme jetzt die kleine Kamera, um es ein bisschen zu zeigen, in Anbetracht der Zeit.
Ihr habt jetzt hier eine Pagode. Die baut ihr zusammen und dann denkt man ja immer, ja, wieder so ein Hingucker, wo man nicht braucht. Nein, diese Pagode mit diesen Waren, mit diesen Ressourcen braucht ihr wirklich. Weil ihr baut mit euren Karten, die ihr vor euch habt, baut ihr Landschaften. Und die Landschaften zeigen an, welche Ressourcen ihr braucht. Ihr habt allerdings nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen, die ihr überhaupt nehmen dürft. Und die Ressourcen bekommt ihr von der Pagode. Und zwar abhängig von eurer Sichtweise, wie ihr drauf schaut. Entweder von oben oder von unten die Ressourcen. Und gleichzeitig dreht ihr durch Aktion hier an der Pagode. Und müsst natürlich effektiv spielen, um hier die Landschaften zu bauen, umzudrehen und dann auf der Punkteleiste jeweils noch vorzurücken. Und hat einige Elemente. Ja, und da habe ich jetzt mal eine Frage schon an die Community. Vielleicht Board Game Circus auch oder Community? Genau, genau, also es ist ja Korea Board Games, also es kommt aus Korea, deswegen kann ich es nicht genau beurteilen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wo du es vorhin aufgebaut hast, ist, dass die Pagode 4 Etagen hat, also eine gerade Zahl. Ich meine, mich daran erinnern zu können, wo wir 2006 lang ist her in China waren, und ich meine, dass es in Japan auch so ist, dass man eigentlich Pagoden nur mit ungeraden Zahlen an Stockwerken baut. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt in Korea ist. Vielleicht kann mich da irgendjemand aufklären, aber das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Okay. Ich weiß nicht, ob das Unglück gebracht hat oder was da der Grund ist, weil 2006 ist schon etwas lange her. Aber das war das Erste, wenn ich noch erinnern kannst, du hast die Pagode abgebaut. Ich habe gedacht, was hat er denn jetzt wieder auszusetzen? Eine gerade Zahl. Da habe ich nur gedacht, was ist denn jetzt? Er schaut die Pagode ganz komisch an, zählt dann plötzlich und dann schaut er im Internet nach und denkt, was ist denn jetzt los? Na, Thomas, ich will das Spiel kurz zeigen. Moment, ich muss noch was nachschauen. Aber ansonsten, vielleicht äußert sich Board Game Circus auch dazu. Ich werde es je nachdem auch im Nachgang mit Text versehen. Würde mich interessieren. Aber ansonsten ein richtig schönes, leicht gehobenes Familienspiel. Wunderschön gemacht mit dem Inlay. An Anbetracht der Uhrzeit mache ich es ein bisschen schneller. Habe ich euch aber auch schon als Video vorgestellt. Thomas, wir gehen gleich zum nächsten über. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Ich habe, glaube ich, noch zwei. Dann bist, glaube ich, du noch. Ah, Kinderspiele haben wir auch noch. Kinderspiele wollte ich noch. Gewinner. Okay. Blende ich ein. Okay, herzlichen Glückwunsch. Jessica KR. Okay. Steht auch drauf. Bitte die Adresse an, deine Adresse an spieleblog@aol.de. Und jetzt wisst ihr, warum der Thomas kurz vorhin aufgestanden ist, um an den anderen Rechner zu springen und das zu erledigen. Thomas, wir haben noch, ich glaube, 4 Spiele. Ganz kurz und gleich, 2 Kinderspiele wollte ich auch unbedingt mit reinnehmen, weil es schauen ja durchaus noch ein paar dazu, Sich ein bisschen für Kinderspiele interessieren. Da nochmal ganz kurz und dann, ja, nimmt es mal schon komplett auseinander. Und dann gibt es noch einen kleinen Part vom Thomas. Da geht es um aktuelle Kickstarter mit Bildern, mit Infos, was hat er unterstützt und das auch je nachdem in Kürze. So, die Rede ist von Honey. Ich muss das ganz kurz rausholen, Thomas, dass man sieht. Und der ein oder andere weiß ja, wer gestern den 45. Geburtstag gefeiert hat. Darf ich eine Anekdote einwerfen? Ja. Weil, es hat sich nämlich Ari zum Beispiel gerade dazu geäußert, ich kann das Eingesperrtsein nicht aushalten bezüglich des Escape Rooms. Da hätte ich eine Anekdote. Ja. Und zwar, wir waren in München und sind von Freunden eingeladen worden in den Escape Room. Mhm. Ja, und das ging in so eine psychische Anstalt, wo halt derjenige von seiner Frau da eingesperrt worden ist. Ist ja jetzt egal, welche Rahmen da waren. Und da kam man dann in so einen Raum, da stand dann auch so ein schönes Krankenhausbett. Mhm. Und wir waren zu viert und es lagen 3 Handschellen. Und dann kam der Typ da rein und gesagt, ja, das ist euer Raum. Und 3 von euch, die bekommen jetzt, werden mit der Handschelle ans Bett gefesselt. Ja, der Thomas gemeint, er wäre jetzt der Klügste und sagt, komm, ich lasse euch allen mal den Vortritt. Na, natürlich alle 30 dann ans Bett dementsprechend festgebunden. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass er dann mit einer Zwangsjacke kam. Oh, wo war das? Das war in München. In München. Genau, okay. Und das Gefühl in der Zwangsjacke war eine Katastrophe, muss ich zugeben. Aber okay. Der Escape Room an sich war schon cool. Und jetzt muss ich den Übergang finden zu Honey, der Biene Maya quasi. Super, jetzt wisst ihr auch, wer den 45. Geburtstag gefeiert hat. Vielleicht ist das auch voll, deine Weiß. Ich mach's kurz. Aber es gibt auch welche, wo gerne Kinderspiele sehen. Es gibt immer mal wieder ein Video. Es muss auch passen. Mit den Kindern macht es jetzt wenig Sinn, aber ich spiele jetzt auch mit anderen Kindern noch und kann euch das ein oder andere Spiel zeigen. Und da schauen wir einfach mal, wie das zukünftig weitergeht. Dieses Kinderspiel ist ab 5 Jahre vom Pegasus, geht 15 bis 25 Minuten. Und die Biene platziert man hier, die Blumen auch schon. Und hier in diese Blumen macht ihr zu Spielbeginn jeweils quasi einen Chip rein. So, das heißt, hier ist überall ein Chip gefüllt. Dann wird gewürfelt und die Biene geht quasi im Uhrzeigersinn, geht sie ein Feld weiter.
So, und in alle Blumen, wo jetzt hier quasi in Blickrichtung der Biene sind, wird ein weiterer Chip quasi hineingeworfen. So, und so füllt sich das Ganze natürlich mit immer mehr. Und jetzt ist das Zweite, das ist ein Kinderspiel ab 5 Jahre, das nochmal als Hinweis, hier jetzt natürlich die Blume und das Kind nimmt sich natürlich jetzt irgendwo, natürlich, ja, da können viel drin sein, nimmt sich die Blume und die Chips, der Honig, der hier hinterlegt sind und platziert es auf sein Honigglas. Und Ziel ist es natürlich, sein Honigglas zu befüllen. Wer dies als Erster oder als Erste dann schafft, der hat das Spiel gewonnen. Das nur als kleiner Hinweis, ein schönes, wirklich wunderschönes Kinderspiel. Das stelle ich euch auch, sofern das Material dann noch vollständig ist, im Nachgang vor. Ihr merkt, es geht schnell, aber Kinderspiele gehen recht flott. Jetzt nehmen wir das andere auch nochmal ganz kurz. Wir haben es uns wieder unterschätzt. Zauberberg, recht aktuell. Eine Amigo-Neuheit aus dem Hause. Amigo, Kinderspiel 5 Jahre. Ihr merkt, jetzt bin ich zu schnell. 1 bis 4 Personen. Und bei dem Spiel habe ich gedacht, endlich mal nicht pöppeln. Weil letztendlich habt ihr hier das Material und in Anbetracht der Uhrzeit gehe ich ein bisschen weiter voran. Das heißt, ihr baut es auf. Hier werden noch so Seitenmarkierungen platziert. Und die jeweiligen Figuren werden hier oben platziert. Und die Hexen auf die einzelnen Hexenfelder. Echt schön gemacht. Und hier habt ihr quasi solche Murmeln drin. Und die Murmeln werden runterfallen. Aufgabe ist es, ihr spielt gemeinsam gegen das Spiel. Ihr müsst eure 4 Spielfiguren, es sind ja mehrere, hier unten bekommen, also hier unten als Erster haben, bevor 3 dieser Hexen hier unten landen. Und wie funktioniert das? Letztendlich habe ich ja eine Kugel und die Kugel, die setze ich quasi hier zum Beispiel in dieses Loch. Und das ist jetzt quasi eine lila Kugel. Und ich muss jetzt hier diese Figur auf das nächste lila Feld dann setzen. Zum Beispiel hier. Und die Kugel, die rollt jetzt nach unten. Die bleibt natürlich, jetzt habe ich es ein bisschen steil gemacht, die bleibt hier unten dann liegen. Und ja, eigentlich soweit super. Ich bin ja weiter vorangekommen. Aber es wurde jetzt, und ich mache das einfach exemplarisch für eine Hexe, keine Hexe mit dieser Kugel quasi, also die ist nicht hängen geblieben. Es hat sich keine Hexe bewegt. Und jetzt muss eine beliebige Hexe auch auf ein lila Feld dann vorangehen. Und da gibt es natürlich hier ein bisschen Stau. Es gibt verschiedene Farbkugeln. Und so läuft es dann ab. Stelle ich euch demnächst dann auch vor. Recht aktuelles Kinderspiel. Wunderschön. Gerade solche Kugelspiele kommen ja bei Kindern sehr gut an. Ein schnelles Spiel. Und ich habe so eine Erfahrung. Ich habe gedacht, total einfach. Von wegen. Also bisher haben die Hexen die Oberhand. Aber wir sind noch weiterhin am Üben. Und dann stelle ich es euch auch in Zukunft vor. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Da deine Kinder jetzt noch nicht wollten, musste ich vorhin dran glauben. Aber das war ganz witzig. Ja, also, mit dir so ein Spiel. Wir müssen auch mal sowas machen. Nein. Thomas und Jörg spielen stellen Kinderspiele vor. Wenn ihr das wollt, das wird verrückt, kann ich euch sagen. Aber der Thomas, nimm jetzt bitte die Kugel. Ihr müsst euch, also vielleicht machen wir das auch mal einfach auf Spaß und Jux, ohne jetzt das Kinderspiel schlecht zu reden, aber auch ein wirklich schönes Spiel. So, und ich habe vorhin schon ein paar Mal erwähnt, und das ist das vorletzte Spiel, und dann klinge ich mich auch aus, in Anbetracht der Zeit, leicht schon überzogen von mir, stelle ich euch ganz kurz Witchstone vor, beziehungsweise ich möchte nur kurz was dazu sagen, weil das ist quasi für mich so eine Neuheitsüberraschung, als Herbstneuheit aus dem Hause Hoch. 2 bis 4 Personen ab 12 Jahre spricht für ein Kenner-Expertenspiel. Aus meiner Sicht ist ein Kennerspiel. Hat so ein Niveau wie Arnak, hätte ich mal gesagt. Bonfire bei weitem nicht drunter als wie Bonfire, um das mal wieder einzuwerfen. 60 bis 90 Minuten hoch und unter anderem auch der Autor, es sind ja mehrere, ist der Herr Knizia Autor. Und das drehe ich jetzt um, was man beim Thomas nie machen darf. Das mache ich aber. Thomas, ich halte es in die andere Kamera. Und das Besondere ist, ihr habt so ein eigenes Tableau und das erinnert ein bisschen an das Spiel Einfach Genial, vom Herrn Knizia. Und hier habt ihr so ein Doppelplättchen und ihr platziert quasi ein Doppelplättchen auf eine freie Fläche. Und diese beiden Plättchen oder diese beiden Symbole auf diesem Plättchen, die lösen die Aktion aus. Und hier, wie es bei einem Kennerspiel üblich ist, habe ich natürlich viele Optionen. Ich kann hier auf der Seite mit Aufträgen steuern, ich kann hier Ressourcen nehmen, ich kann hier in der Mitte, in der Kugel oder in der Kugel dann agieren. Ich kann hier meine Hexen laufen lassen. Ich kann den Zauberstab aktivieren. Und jetzt das Besondere. Wenn ihr passende Plättchen aneinander legt mit mehreren gleichen Symbolen, dann dürft ihr Aktionen mehrfach ausführen. Was natürlich ganz cool ist. Aber gleichzeitig sind hier noch Edelsteine, die stören euch beim Bau eurer Plättchen, sodass ihr auch die Edelsteine raus aus dem Kessel haben wollt. Thomas wird's noch spielen.
Oh, der schaut wieder so skeptisch. Ja, das ist wieder so das Thema. Zeig mal die Rückseite oder das Spielbrett, bitte. Ja, das Spielbrett kann ich nochmal zeigen. Thomas schaut wieder ganz skeptisch. Die Verpackung sieht ja eigentlich ganz gut aus, aber bei dem Rest hätten wir mal einen gescheiten Design. Ja, wobei es geht. Ja, ey, wieder. Aber alles okay. Thomas ist natürlich hier von der Meinung, aber schau ab. Das ist ja wie bei Bonfire. Das war der Stefan ja auch da. Das ist ja ein gutes Spiel, aber es ist dann halt für mich, die Grafiken sind so... Okay. Wobei, das geht sogar. Das sieht auf dem Ding schlimmer aus, wie es ist. Oh, das ist okay. Nö, will ich jetzt gar nicht mehr meckern. Okay. Das ist okay. Ja? Ja. Spielen? Okay. Ja, würde ich spielen. Okay, dann vielleicht nächstes Mal noch kurz ein paar Infos, weil es gerade, ich will nicht gehypt sagen, aber Board Game Geek sind die Rankings auch recht hoch. Ein Video habe ich auch dazu gemacht. Scheint bei euch auch richtig gut anzukommen. Wir spielen es gerne. Und das hat mich auch überrascht. Das Spiel ist nämlich auch zu zweit wirklich gut zu spielen. Das hat mich echt überrascht. Auf jeden Fall habe ich ein Problem. Diese aus Jux und Dollerei gerade rausgebrachte Kinderspiele-Idee, wir zwei... scheint so ein bisschen Anklang zu finden. Wir schauen einfach mal und dann nehmen wir Nachmittag und dann nehmen wir einige Kinderspiele. Dann haben wir unseren Spaß. So, jetzt das letzte Spiel und da auch noch mal ein paar kurze Infos, weil ich habe es im letzten Livestream auch erwähnt und da geht die Tage auch, so ist geplant, das Video online und da weise ich wieder darauf hin. Wir haben fast 3000 Videos mittlerweile auf dem Kanal, deswegen auch die Abozahlen, die ja schon wahnsinnig sind. Und ich sage immer, ihr müsstet jedes Video schauen. Das ist zwar ganz schön, sucht euch raus, pickt euch raus, schaut in den Playlisten, was euch interessiert. Und Forgotten Waters war für mich eine positive Überraschung. Ist aktuell das Lieblingsspiel von Melias. Und es ist ein storygetriebenes Spiel, was zwei Punkte hat, wo man berücksichtigen muss. Ihr könnt das Spiel abspeichern über eine App, mittlerweile mit einer deutschen Tonspur hinterlegt. Ist auch ganz wichtig, wobei es Englisch klingt cool, aber je nachdem, mit wem man spielt, deutsche Tonspur. Und es ist ein Storyspiel, wo durchaus ein Szenario 3-4 Stunden gehen kann. Dieses Sitzfleisch müsst ihr mitbringen. Das ist, könnt der ein oder andere als Kritikpunkt dann sehen. Ist aber thematisch wirklich schön gemacht. Hat allerdings, um auf den zweiten kleinen Kritikpunkt einzugehen, hat allerdings so ein bisschen das Problem, dass man ja in diesem Storybuch, ich hole es ganz kurz raus, Thomas, muss ich kurz zeigen, dann bin ich auch schon fertig, in diesem Storybuch natürlich gegen andere Schiffe ankämpft. So, und ob es jetzt ein Schiff ist oder ob es eine Krake ist, es wiederholt sich, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, es wiederholt sich natürlich, wiederholt sich natürlich je nachdem schon ein paar Sachen, weil hier platziert man ja seine Figuren drauf und da merkt ihr mal, wie viele Seiten das sind. Und Wahnsinn. Und das, man will einfach 3-4 Stunden seinen Spaß haben, mit dem Piraten an Bord Matrose zu sein, zu kämpfen, auf einer Insel zu sein, Höhlen zu erkunden. Und das Ganze mit einer deutschen Tonspur hinterlegt, die es seit ein paar Monaten gibt, von Asmodee bzw. Bladehead Games. Ist keine App. Ich habe immer im Video, je nachdem, ein paar Mal App genannt. Aber es ist eine Homepage, wo er abruft mit deutscher Tonspur. Toll. Also da gibt es Video nächste Woche online. Haben ja auch ein paar von euch gefragt. Angegeben ist es vom Alter her, ja, ich glaube ab 12 oder so. Aber ansonsten ja, wirklich schön spielen. So, das war, ich bin fertig quasi, hast oder? Du noch Fragen? Ich habe nur ein paar Fragen. Alle, also es gab sehr viele Fragen, die eingereicht wurden. Jetzt muss ich nochmal schauen. Nächstes war, also ich kriege wahrscheinlich gar nicht alles hin. Gibt es aus deinem Umfeld auch mal negative Reaktionen auf deinen großen Erfolg bei YouTube? Ich habe vorhin gedacht, großer Erfolg. Also großer Erfolg. Wir machen das aus Spaß. Ich schaue da jetzt nicht auf sonstige Dinge. Ich präsentiere auch mal Videos, die nicht so viel Klicks haben. Ich mache es aus Lust und Laune. Ich gehe gerne mal auf Vorschläge ein. Alle 4 Wochen live passt, aber so ein großer Erfolg. Es ist schön, es macht Spaß. Kann aber jederzeit zu Ende sein. Alles möglich, was den Bereich dann angeht. Also ich muss konkretisieren. Also großer Erfolg klingt für mich schon so wie diese Superstars da, die in Medien und so weiter berichtet werden. Dass du ein schönes Programm machst, unabhängig davon, dass ich ja jetzt bei dir immer gerne mithelfe, das steht für mich außer Frage, sonst würde ich es ja nicht dementsprechend machen. Und aller Ehren wert sind deine Abozahlen und deine Aufrufe. Das muss man fairerweise ja dementsprechend aussagen. Von daher, um das zu relativieren, also ja, Erfolg schon, aber jetzt nicht in dem Sinne, wo man jetzt sagt, die Größenordnung von mehreren Hunderttausenden oder man wird erkannt oder irgendwas. Also man wird zwischendurch mal erkannt, das gab es wirklich auch schon bei uns in der Stadt. Aber letztendlich, wir haben jetzt fast 3000 Videos und gerade in der Anfänge haben wir so viel Werbung gemacht, auch für Abos, gibt uns ein Abo etc. Und die Videos sind ja alle noch hinterlegt und wir haben ein Bundespublikum, das ist auch schön, da dürfte für jeden was dabei sein. Und aber das zu dem Punkt. Ansonsten in der News in den letzten habe ich ja die Abozahlen wieder von den letzten 360 Tagen, glaube ich, hinterlegt. Also immer so ein Abschnitt. Also wer die News schon länger verfolgt, wer den Kanal schon länger folgt, der dürfte das sehen. Dann
wirklich noch ein paar Fragen. Es sind so viele Fragen. Hast du vor, mal ein eigenes Spiel zu produzieren? Ja, am liebsten mit dem Stefan Feld, weil ich habe auf dem Speicher so einen kleinen Prototyp, da geht es um Alcatraz, Gefängnisausbruch, kooperativ. Da habe ich auch einen Plan entworfen, viele Videos, viele Bücher gelesen, aber da sind wir wieder beim Thema Zeit. Das zu dem Punkt, aber es liegt so ein kleiner, doch ein größerer Prototyp oben. Mal schauen. Was ist noch? Nenne drei Spiele, wenn du auf einer einsamen Insel bist. Ich nehme natürlich Palm Island mit, weil das sowas denkt, ist eine Katastrophe. Auch eine schöne Frage. Welche drei Spiele nehme ich mit auf eine Insel? Ich nehme natürlich ein Zombieside mit, am besten mit allen Erweiterungen, weil es zählt für mich als ein Spiel. Dann kriege ich gleich alles unter. Also ich denke im ersten Moment an die Kickstarter, aber Robinson Crusoe wäre beispielsweise auch ein Spiel, wobei bin ich auf einer einsamen Insel und will Robinson Crusoe spielen. Wir haben vorhin echt überlegt, wo die Frage kam, was war. Ich habe die perfekte Antwort für mich. Mhm. Ich würde es Gloomhaven mitnehmen, weil ich habe es noch nicht angefangen. Stimmt. Da könnte ich nämlich massiv viel Zeit überbrücken. Sehr viel Zeit. Wir haben es gespielt in der Zeit von Corona, also Lockdown, 4 Monate lang. Über 100 Partien, da gibt es auch ein paar Videos. Also da haben wir wirklich, ich glaube, fast alles gesehen. So, es sind doch so viele Fragen hier. Dann machen wir doch so. Dann lass uns jetzt mal so ein paar von den Kickstartern dazwischen werfen. Dann können wir dazwischen immer noch mal die eine oder andere. Okay. Dann bleibt es nicht stand. An dieser Stelle, ja, genau. Nein, wir machen ein Talk-Format. Wir sprechen zusammen. Okay, dann machen wir es so. Ansonsten, es dreht sich jetzt alles um Kickstarter und ein paar Fragen Kickstarter, GameFound, Spieleschmiede war ein Wunsch. Ich weiß gar nicht, wo war denn der Wunsch? War der beim letzten Livestream in den Kommentaren? In den Kommentaren wurde schon ein paar Mal gewünscht, weil der Thomas und ich erwähnen es ja auch. Wir haben letztes Mal so viele Kickstarter gezeigt, dass wir jetzt aufgrund dessen eine kleine Verlängerung machen. Also wer jetzt sagt, na, das interessiert mich jetzt doch nicht. Oder Jörg, du hast ja gesagt, wir machen nur eine Stunde. Generell, das wird aufgezeichnet. Also wer sagt, jetzt ist mir doch zeitlich zu eng, ich muss noch arbeiten oder ich bin jetzt unterwegs, das bleibt euch überlassen. So, das ist lohnt sich aber jetzt. Okay, dann Thomas, schieß los. Genau. Oh, du hast schon eingeblendet. Ja, natürlich, genau. Also, ihr müsst immer im Hintergrund ein bisschen schauen. Wundert euch nicht, wenn ich da ein bisschen schräg hochschaue. Es wurde ja gefragt, was ich gebacken habe, also gefördert habe in den verschiedenen Medien, was ich beobachte und was kommt. Also eben meine persönlichen Empfehlungen. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, bei Mythic Games habe ich ja dieses Jean of Arc, diejenige, die ja die Roomtour gesehen hat, hat ja die großen Boxen gesehen. Mhm. Und Six Siege ist im Prinzip ja eine Umsetzung von einem PC-Spiel, so ein taktisches Spiel, kleine Polizistentruppen. Mit den Miniaturen, glaube ich. Genau, ja, die stimmt. So bestimmte Räume stürmen müssen, wo so Terroristen drin sind, die Bomben gelegt haben und so weiter. Also ein relativ taktisches Spiel. Mhm. Und ich habe nicht alles gemacht, entgegen meiner normalen Leitlinie immer All-In zu gehen, weil es waren relativ viele Figuren, Packs mit dabei. Das wurde mir dann irgendwann zu teuer. Ich bin der Meinung, dass das Grundspiel und so 2 Map-Packs ausreichend für mich sind. Mhm. Deswegen bin ich dort dementsprechend eingestiegen. War auf Kickstarter, gibt es aktuell auch auf GameFound, glaube ich, noch im Late Pledge. Da kann man sich im Detail auch anschauen. Mhm. Also. Okay, dann werfe ich sogar gleich eine Frage ein, weil es wurde auch gefragt, Mensch, kauft ihr viele Spiele, bekommt ihr viele gestellt? Ich bekomme viele Spiele gestellt. Ich kaufe natürlich aber auch viele Spiele und bin bei Kickstarter unterwegs. Beim Thomas ist es noch ganz anders. Er ist sehr aktiv, er kauft sehr viele Spiele, 80-90% der Spiele. Ich habe ja auch keinen YouTube-Kanal. Genau, ich gebe ihm immer mal wieder, also wie jetzt Tune etc. Ich habe jetzt das Carcassonne beispielsweise gekauft mit Mischung, aber ich bekomme natürlich auch viele Spiele gestellt. Wie ist es jetzt bei dir? Wie viel kaufst du im Monat an Kickstarter? Kann man das beziffern? Nee, das kannst du nicht beziffern. Das kommt immer darauf an, ob jetzt irgendwas Interessantes dabei ist. Es kann mal in einem Monat dann mehr sein, kann dann auch mal 2-3 Monate gar nichts sein. Also kommt immer drauf an. Da habe ich sogar nochmal einen wichtigen Punkt, das wir schon nachher mal drauf eingehen. Viele wissen das nicht, du gehst auch oftmals nur mit $1 rein und unterstützt. Sage ich gleich noch was dazu. Sag noch was dazu. Weil das wäre auch nochmal ein wichtiger Punkt, warum. Also, aber ansonsten, denke ich mal, gehen wir zum nächsten. Also, ich schaue hier parallel, wenn ihr Fragen habt. Der Thomas konzentriert sich jetzt mehr aufs Display, ab und zu mal noch in die Kommentare. Also wer jetzt da noch einen Kommentar hat, kann sich ein bisschen hinziehen, weil er da teilweise noch mit der anderen Kamera steuert und mit dem Display. Das als Info, wenn ihr aber da Fragen haben solltet, je nachdem im Nachgang beantworten, das weiß nicht, wie viele Kommentare da aufkommen, dann tun wir es vielleicht im Nachgang beantworten noch. Genau, das nächste ist Forest of Pangaea, ein deutsches Spiel aus Berlin, wenn ich es richtig weiß, hat mich so gleich an. Mhm. Ich komme auf den Namen nicht, da hinten stehen deine Bäumchen, Photosynthesis, so vom Grundprinzip erinnert, fand ich schön.
Habe ich auch die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, bin dann kurz vor Schluss eigentlich auch eingestiegen, fand es eigentlich, fand es ein schönes Spielprinzip, hat mir auch vom Material insgesamt gefallen, ist auch auf Deutsch. Deswegen bin ich auch da definitiv drin und mit dabei. Seit wann spielst du eigentlich, Thomas? Ich werfe immer so eine kleine Frage ein, dass ich auch die Fragen durch. Wann hast du angefangen zu spielen? Ich werde gleich auch noch was dazu sagen. Wann hat bei dir so das Spielen begonnen? Du bist ja jetzt noch nicht so lange dabei wie ich quasi. Also grundsätzlich hat man natürlich in der Jugend dementsprechend auch schon gespielt. Klassisch die Spiel des Jahres mit Eltern und so weiter und so fort. Und dann war es bei mir dann aber irgendwann so, so mit dem Alter 13, 14, wo dann so die Computer kamen ja damals hoch, die 386er und alles mit noch Windows 3.11 auf Disketten und allem Möglichen. Und da bin ich so in dieses Thema Anfänge des Spielens und später dann halt auch in das Computerspielen dann reingekommen. Dann bin ich eher weg vom Analogen gegangen. Wir haben ja dann noch LAN-Partys organisiert. Mhm. Und dann so mit dem Switch hin zur Arbeit dann irgendwann, wo man dann doch 8 Stunden dann irgendwann am Schreibtisch oder am PC dann auch sitzt. Da ist es dann noch zurückgegangen, dieses am PC-Spielen und dann mehr dieses Spielen eben mit Freunden oder halt Brettspielen im Realen. Und das ist halt seit mehreren Jahren. Ich kann es jetzt gar nicht genau beziffern, wie lang, aber mit Sicherheit wird da der ein oder andere Zuschauer deutlich länger wie ich aktiv sein, weil ich halt zwischendrin hauptsächlich dann online gespielt habe. Ja, bei mir ist es ein bisschen länger her. Ja. Aber klar, ist natürlich auch im ganzen Bereich geschuldet natürlich. Hat angefangen bei mir mit Catan. Richtig angefangen hat es aber mit Scotland Yard, man glaubt es kaum. Die geselligen Abende mit Freunden etc. Und da haben wir auch gemerkt, wow, das ist ja eigentlich ganz cool, das macht Spaß. Und dann ging es quasi plötzlich los. Frage von Carina war Gamefound oder Kickstarter? Kickstarter, ich habe nebenbei das Handy gerade offen. Da war ein Update vom 29. August. Pledge Manager ist live. Also ich würde jetzt drauf tippen, dass es da auch ein Late Pledge aktuell noch geben könnte zu diesem Spiel. Aber zur Not müssten wir mal anfragen. Aber ich denke, das ist auch etwas, was wahrscheinlich irgendwann in Retail kommt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder? Genau, Fragen haben wir genug. Ja, war für mich ein Pflichtkauf, hatte ich letztes Mal auch erwähnt. Die Erweiterung von On Mars, Vital Lacerda. Kein Dollar-Pledge, sondern voll drin. Nee, ja, aber es ist ja nur eine Erweiterung. Von daher ist es relativ human. Mhm. Alien Invasion On Mars gehört für mich zu einer meiner 5 Top-Spiele, die ich daheim habe. Habe ich auch im Stream gesagt gehabt, in der Roomtour gesagt gehabt. Deswegen war die Erweiterung für mich ein Pflichtkauf. Mehrere Module, unter anderem Koop. Schönes Ding, deswegen war das für mich klar. Genau, dann Oros haben wir letztes Mal dementsprechend auch erwähnt. Kickstarter meines Wissens, genau. Auf Deutsch. War auch wieder so eine Sache bis kurz vor Schluss. Einfach mal so, so grundsätzlich gewartet. Ich meine, Board Game Circus macht die deutsche Übersetzung. Genau, wenn ich es richtig sehe, Board Game Circus machen das und jetzt habe ich ja das Kickstarter-Video nebenbei angemacht und was da für mich immer so einfach so von meinem Interesse, warum ich solche Dinge dann auch finanziere, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. In den Kickstartern gibt es oftmals eine sogenannte Collectors Edition oder Kickstarter Edition und das sind meistens so kleine kosmetische Upgrades, sei es im Material, sei es in der Verpackung, für einen minimalen Aufpreis. Und selbst wenn das Spiel danach bei mir jetzt nicht einschlägt oder Ewigkeiten bleibt, sage ich, kriege ich es auf jeden Fall für den Preis, wo ich es gekauft habe, wieder weg. Das ist doch auch deine Erfahrung, oder? Absolut, absolut. Also wie gesagt, das ist meistens der Fall, weil oftmals ist ja die Hürde, man hat Angst, soll man das jetzt unterstützen, kommt das Produkt jetzt wirklich? Also ich habe noch ein paar Kickstarter, da warte ich jetzt auch schon 1,5 Jahre drauf und das ist manchmal einfach das Risiko zu hoch. Absolut verständlich. Dann ist natürlich eine Bezahlart, wo man dann wählen muss. Mag auch nicht jeder. Da gibt es natürlich verschiedene Punkte. Wie gesagt, wir wollen jetzt keine Werbung in der Hinsicht machen für Kickstarter. Ich denke, dass das ein oder andere Spiel später auch im Handel verfügbar sein wird. Ich habe nur oftmals halt die Erfahrung auch gemacht gehabt, dass ich dann das Spiel nachträglich im Handel gekauft habe für fast den identischen Preis wie den Kickstarter mit sage ich jetzt mal, weniger Material. Mhm. Man sieht es ja damals auch an der Pegasus-Variante von Everdell. Ist für mich so ein klassisches Beispiel.
Oder man kann halt manche Kickstarter-Extras gar nicht mehr bekommen. Das finde ich sehr ärgerlich oder musste teuer bezahlen. Aber es muss jeder für sich selber wissen. Von daher. Ich piep gleich mal eine Frage wieder ein, dass man da ein paar Fragen wegbekommt. Übrigens, ihr könnt, wenn ihr jetzt Fragen haben solltet, am besten über die Kommentare. Dann können wir die Fragen sogar im nächsten Livestream mit einnehmen. Wenn ich jetzt was vergessen habe, auch gerne in die Kommentare. Ich sammle das übrigens alles für den nächsten Livestream. Die Frage war, was spielt ihr aktuell? Ich fange einfach mal an. Ich habe hier auf der Seite Trails of Tucana, die Erweiterung, Rorschach haben wir jetzt schon gespielt, Fiesta von Game Factory, So Clever, also ihr merkt schon, so die geselligen Runden, Mysterium Park, Camelot, Coloretto, ein Klassiker aus dem Hause Abacus-Spiele, die habe ich jetzt da stehen, Obsthain wird auch immer gern gespielt, also Unforgotten Waters haben wir jetzt auch gespielt, also wow, also doch einiges. Thomas, so bei dir jetzt, was aber aktuell auf dem Tisch? Du spielst jetzt nicht so verrückt wie mir jeden Tag. Also was war bei dir? Wer es jetzt noch nicht weiß, also ich habe jetzt gerade eine 4-monatige Tochter gerade daheim. Von daher ist es mit Spielen momentan sowieso ab und an mal, aber eher tendenziell weniger. Wir haben jetzt tatsächlich das Excavation Earth und Dune, deswegen habe ich es auch dabei. Ja. Jetzt dementsprechend gespielt gehabt und was wir tatsächlich dann öfter mal jetzt mittlerweile gemacht haben, das war nochmal in der iPad-Version für zwei Personen, weil ja, klar, deine Kleine schläft gerade oder beziehungsweise pennt gerade halt auf dir und dann hast du halt das iPad und kannst dann halt das nochmal machen. Ist halt ein Klassiker, aber okay. So ist es okay. Bei uns gerade. Und die Frage übrigens hat sich erübrigt, welche Spiele unterstützt der Thomas? Weil da sind wir jetzt gerade dabei. Also diese Frage können wir auch schon einen Haken machen. Ja. Thomas, nächstes Spiel, was interessant ist oder was du je nachdem unterstützt? Genau, das ist schon ein bisschen älter von der Unterstützung her. Jetzt muss ich überlegen. Perseverance, genau, Castaway Chronicles. Ja. Ist ein Mind-Dash-Game. Also ihr konntet ja vorhin voten für Tricerion oder Cerebria, also von dem gleichen Verlag. War für mich deswegen in Pflicht damals. Warum habe ich es mitgenommen? Late Pledge wird es nicht mehr geben, mit Sicherheit nicht, weil die Auslieferung ja jetzt kurz bevorsteht. Aber es ist so, dass dieses Spiel aufgebaut ist. Ich glaube, Modul 1, Modul 2 und Modul 3, Modul 4 werden dann irgendwann in einem weiteren Kickstarter folgen. Und ich gehe davon aus, dass man dann das erste und zweite Modul nochmal bekommen kann oder das Ganze dann über die Webseite von Mindclash Games. Und bisher war es bei mir zumindest so, alle Mindclash Games, die ich gekauft habe, auch Anachrony beispielsweise, die sind geblieben. Okay. Ja. Das zu dem Punkt. Genau, Hippocrates, ich meine Game Brewer. Ja. Ja. Auch so eine kurz vor Ende Aktion war so ein Thema. Gamefound aber, glaube ich, ja. Nee, der Pledge Manager war, glaube ich, Gamefound, ja. Aber ursprünglich Kickstarter. Ich meine, ja. Du kannst auf Gamefound auch noch, ich bin mir jetzt aber unsicher, aber wird es auch im Handel geben. War für mich auch wieder das Thema, also war so eine 50-50-Entscheidung. Sah gut aus, aber ich wusste jetzt auch nicht, bringt es jetzt extrem viel Neues. Ich habe es deswegen gemacht, weil es eben ein paar Vorteile hatte, wenn ich es über Kickstarter finanziert habe, wie so zwei, drei Exklusivsachen. Mhm. Deswegen habe ich es mitgenommen. Okay. Dann zum Punkt, das haben wir eigentlich vorhin schon ein bisschen gefragt, wie oft werdet ihr erkannt? Der Thomas wird ab und zu erkannt. Nein, Quatsch. Genau. Er hört sich ja gerne im Hintergrund. Das habe ich ja vorhin schon beantwortet. Wie berühmt und sonstiges, also ab und zu wird man dann erkannt. Auch bei uns jetzt in der Stadt oder um der Umgebung, aber das hält sich alles in Grenzen. Also das ist absolut. Wir haben ja damals mal so ein Treffen gemacht in Freiburg, im Freispiel beispielsweise, aber durch Corona etc. fragen ja auch viele Treffen etc. Die Überlegung war jetzt mal irgendwann in Freiburg das zu machen, vielleicht ein Treffen noch in Köln zu machen, aber es steht alles in den Sternen und gerade jetzt aufgrund der gesundheitlichen Situation bei uns ist das alles weiter hinten angestellt. Es war jetzt zweimal kam die Frage, ob wir kurz was zu Kickstarter oder so wie das Prinzip da ist, im Prinzip mal was sagen können. Mhm. Möchtest du? Ich meine, ich habe sogar zu Kickstarter ein Video gemacht, meine ich, mit Vor- und Nachteilen. Also da müsst ihr nochmal einschauen oder einfach Kickstarter und Spieleblog eingeben. Ich meine, da habe ich sogar eine Information gegeben, was Kickstarter angeht. Vielleicht erwähnst du das jetzt auch mit dem Dollar-Pledge nochmal ganz kurz. Kommt gleich, ja. Weil letztendlich, ihr könnt auf Kickstarter gehen, ihr könnt auf Gamefound gehen, ihr könnt auf Spieleschmiede gehen. Das sind alles Crowdfunding-Plattformen. Da könnt ihr ein Projekt unterstützen quasi, wenn das euch anspricht. Ihr könnt es auch erstmal in Beobachtung nehmen. Oder, und der Thomas wird es gleich sagen, erst einmal mit einem Dollar
unterstützen, dann seid ihr auf jeden Fall in diesem Pledge Manager, da müssen wir wahrscheinlich noch kurz was dazu sagen, seid ihr auf jeden Fall dann drin. Aber es ist insgesamt immer ein gewisses Risiko verbunden. Und wer den letzten Live-Video gesehen hat, der weiß ja, die schöne Lampe, die da unten steht, da wartet man auch mal 4-5 Jahre, bis ein Produkt dann da ist. Und je nachdem kann es dann auch gar nicht kommen. Und was macht man da? Meist je nachdem schon Vorleistung getreten, hat den vollen Preis bezahlt und wartet dann auf das Produkt. Es kann alles passieren, was ist denn das Produkt defekt ist. Ich habe jetzt auch 2 Technikprodukte unterstützt, wo der eine oder andere sagt, bist ja wahnsinnig, was ist, wenn das Produkt dann kaputt ist? Thomas. Also im Brettspielbereich, sage ich jetzt mal, kann immer ein Risiko geben, auch gerade der Verzögerung. Da so als Tipp, man kann sich ja anschauen, welcher Verlag oder wer der Projektinitiator ist und dann sieht man ja, wie viele Projekte er schon erstellt hat. Mhm. Und da empfiehlt es sich dann immer in den alten Projekten einfach mal so in den Kommentaren oder den Updates zu stöbern. Sind die Dinge schon ausgeliefert worden? Wie war das Feedback? Das ist so ein guter Indikator zu sagen, da kann ich mein Risiko dann beschränken. Und ansonsten ist es ja so bei Gamefound wie bei Kickstarter, dass die Kampagne in der begrenzten Zeit läuft, in der ich investieren kann. Und bei den meisten Projekten ist es, dass danach ein sogenannter Pledge Manager kommt. Der kann theoretisch 10 Tage nach der Kampagne starten, der kann manchmal auch erst 3 Monate später kommen. Und dann in diesem Pledge Manager gibt man nochmal exakt an, was man denn bestellen möchte. Man kann Add-ons hinzubuchen. Man zahlt je nachdem die Einfuhrumsatzsteuern, also die VAT. Da muss man aufpassen. Ganz wichtig. Deswegen bitte auch schauen bei den jeweiligen Kampagnen, ja, ob es eine EU-Friendly-Kampagne ist. Das heißt, dass ich diese Steuern nicht bezahlen muss. Ansonsten immer mit den um die 20% Mehrpreis rechnen. Versandkosten noch. Genau. Und die Versandkosten. Deswegen, und da komme ich gleich drauf, habe ich auch meist oder oftmals sogenannte 1-Dollar-Pledges drin, damit ich Zugang zu dem Pledge-Manager später habe. Und dann kann ich entscheiden, wie hoch sind denn die Gebühren, Steuern und Versandkosten, um abschätzen zu können, ob es für mich sich beispielsweise noch rechnet. Und das war zum Beispiel einer der Gründe, warum ich dann dieses Western-Zombies halt nicht mehr gemacht habe, weil das dann jenseits von Gut und Böse war, von Amerika her. Und der Vorteil ist, wenn ihr den 1 Dollar dann macht, das macht der Thomas dann auch, dann bekommt ihr auch Updates, News etc., die bekommt ihr automatisch per Mail, was ihr vielleicht sonst nicht bekommt und dann denkt ihr gar nicht mehr dran und dann habt ihr, wenn dann nur 1 Dollar verschenkt. So kann man es ja sagen, wie so ein Newsletter, wo man dann letztendlich dann hat. Mir ging gleich zum nächsten, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie viel du noch hast. Ein paar. Also Gamefound, das ist eins, was mich tatsächlich sehr, sehr, sehr begeistert hat, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch nicht All-In gemacht, weil ich habe die kosmetischen Add-ons nicht alle mitgenommen. Also da gab es noch kosmetische Add-ons mit den Feinden als Miniaturen und das brauchte ich gar nicht. Da hatten mir die Standys gereicht. Aber ich finde ISS Vanguard einfach vom Spielprinzip, und ich kann es jedem mal raten, auf Gamefound sich mal anzuschauen, finde ich innovativ. Also du hast auch wieder so ein Buch, wo du dann dein Schiff upgraden kannst. Das tust du mit Karten. Du hast auch ein Buch, wo du auf den einzelnen Planeten dann dich bewegen kannst und Sachen upgraden kannst. Also einfach mal reinschauen, fand ich so vom Prinzip. Also ich hoffe, dass meine Erwartungshaltung erfüllt wird. Ich habe von dem Verlag es müsste Awaken Realms sein, habe ich schon 2 oder 3 Spiele von denen daheim stehen. Das eine war ja Nemesis, was ich ein sehr, sehr gutes Spiel finde. Von daher setze ich da, glaube ich, von dem, was ich habe, aktuell meine größten Erwartungen in dieses Spiel. Ja. Dann Fragen natürlich. Ich habe noch ein paar, wobei da kann ich auf die letzte News verweisen. Es gab auch viele Fragen natürlich, was die Silke betrifft, was unseren Urlaub betrifft, machst du da was und es war doch toll etc. Das gab es alles in der letzten News. Das ist also dort hinterlegt, was die Fragen und Antworten angeht. Da gab es auch sehr viele Fragen jetzt im Rahmen von der Instagram-Umfrage. Also da verweise ich auf das letzte News-Video. Thomas? Machen wir gleich weiter. Genau, das hatte ich vorher schon in Überwachung. Dann kam es in die Spieleschmiede und wird auch bei der Spieleschmiede, wenn es ausgeliefert wird, ich meine, dieses Jahr dann auch in Retailhandel kommen. Murph ist mir deswegen aufgefallen, weil ich ja den Grafikstil von Ian O'Toole, wenn man ihn richtig ausspricht, das ist ja so der Haus- und Hofgrafiker von den Vital Lacerda-Spielen, ist mir deswegen aufgefallen und habe ich deswegen auch bei der Spieleschmiede unterstützt. Okay, werden wir euch dann auch im Video zeigen. Genau, dann gehen wir gleich zum nächsten. Genau, war für mich ein Pflichtkauf, auch Spieleschmiede. Denke ich, wird auch in den Retail dann kommen. Divinus ist der Nachfolger von, wie heißen die zwei Handy-App-Spiels?
Hast du doch alle durchgespielt. Du meinst das? Hinterm Greenscreen ist es. Du meinst die nicht das? Destiny's, genau, der Destiny's-Reihe. Dieser ist Chronicles of Crime. Stimmt. Von Lucky Duck Games, genau. Und Chronicles of Crime mit Erweiterung sowie Destiny sind bei mir daheim, kommen super an. Das ist so eine Legacy-Kampagne. War für mich einfach so ein Pflichtkauf. Okay. Genau. Was sind jetzt deine drei Lieblingsvideos auf Spieleblog? Wird ja auch oft mal gefragt. Oder zwei, dreimal kam die Frage. Weil aufgrund von knapp 3000 Videos, ich beantworte, Thomas schaut hier neben noch auf die Kommentare, ob da noch was ist. Das ist natürlich eine gute Frage. Wie hieß das? Ja, ich lasse gleich einen Thomas natürlich noch zu Wort kommen. Es gibt jetzt für mich jetzt keine drei Top-Videos, wo ich sage, ja, das ist eine besondere Erinnerung und das finde ich wunderschön oder das hat vielleicht ein Top-Ranking. Das gibt es bei mir nicht. Das sind natürlich Spiele, die in Erinnerung bleiben, Interviews, die man führt mit Leuten, was jetzt auf der Messe dann angeht oder mit dem Stefan. Also es gibt es unterschiedlich. Aber so drei Top-Videos gibt es nicht. Eins wird aber der Thomas zwei nennen. Zwei. Viele Kraken-Video war super mit Andrea dementsprechend. Liebe Grüße, wenn sie zuschaut. Hier gespielt. Ein richtig toller Abend. Zum Glück spielt sie danach noch mit mir. Muss man fairerweise ja sagen. Da waren sie alle sauer. Ja. Egal. Und Stone Days fand ich auch legendär, das okay. Video. Das sind die zwei, die mir so in Erinnerung okay. geblieben sind. Stone Days von Tyto Games, wenn ich es richtig weiß. Könnt ihr mal reinschauen. Das sind so schöne Perlen, die auch wirklich Spaß gemacht haben. Dann gehen wir mal weiter. Genau, das war die Frage. Ich meine, Carina hat sie gestellt gehabt. Scarface 1920 war ursprünglich auf Kickstarter. Und kam dann in die Spieleschmiede auf Deutsch. Ich habe es über die Spieleschmiede finanziert, weil dann habe ich schon, Steuer war glaube ich gar nicht das Thema, aber zumindest Versand war dann kein Thema mehr und habe das dann grundsätzlich darüber finanziert. Ich denke, da wird es auch eine Unterscheidung wahrscheinlich perspektivisch geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so in den Retail kommt, weil man sieht es ja hier auf dem Bild, ich habe schöne Inlays mit dabei, von daher macht schon was her. Also ich muss zugeben, bei der Geschichte, da habe ich jetzt sogar mal alles mitgenommen. Ja, okay. Bin mal gespannt, ob das Spiel das dann auch wirklich genauso bringt, wie ich es mir jetzt heute vorstelle, aber es hat schon echt was hergemacht. Okay. Ich bin übrigens mit den Fragen durch, es sei denn, ihr habt noch Fragen, weil vieles, das habe ich nämlich parallel ein bisschen durchgeguckt, wurde schon beantwortet. Ja, Carina, ich habe es gemacht. Ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, weil ich schlucken musste. Ich habe es aber tatsächlich gemacht, weil ich habe... Ich finde es gut. Ja, du hast nämlich nicht, ja? Nö, ich habe gedacht, du machst es. Ja. Okay. Egal. Also ich freue mich drauf, je nachdem auch mit Video, ich freue mich drauf, das zu spielen insbesondere. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, es wird gut. Also okay. es sah echt gut aus. Thomas, ich schreien, habe ich gedacht, dann brauche ich es ja nicht. Ja. Okay. Genau, jetzt kommen wir zu den $1-Geschichten. Das heißt, die fand ich interessant. Mhm. Bin mir bis jetzt aber noch nicht schlüssig, ob ich dann mehr wie diesen Dollar dann später in den Pledge Manager investiere. Der kommt auch noch. Also für mich stehen diese Projekte unter Beobachtung. Das war einmal dieses Bantam West. Ja. Das ist so ein, ja, wie soll ich jetzt sagen, so ein Western-Spiel. Hat echt was hergemacht, aber... Das ist nicht das Spiel, wo die Frage war, ob es überhaupt auf Deutsch noch rauskommt. Deutsche Version, oder hat es das geschafft? Das war ein Spiel, ich meine, man konnte abstimmen, ab einer gewissen Summe jetzt. Ich weiß nicht, habt ihr die Summe erreicht? Kommt es dazu? Ja, weiß ich gar nicht. Darf ich aber was dazu sagen? Die Kollegen da... haben vielleicht übersehen, dass man mehrfach abstimmen konnte. Wollte ich jetzt mal so sagen. Also dementsprechend ist halt die Frage danach im Pledge Manager, wie viele machen dann Deutsch mit. Also von daher in die Community wäre super, weil deswegen habe ich auch gewartet, weil sie explizit dann gesagt haben, ab so und so viel Bestellungen kommt dann eine deutsche Version. Dann habe ich gedacht, bevor ich dann das Geld jetzt im Kickstarter danach drin habe, mich dann ärgere, weil danach statt 300 vielleicht doch nur 20 oder 50 dann damit dabei sind. Da warte ich jetzt mal lieber ab. Schön, danke für den Hinweis. Toll. Also habe ich gehört von einem Freund. Ja, ich habe es beobachtet immer und habe gedacht, okay, das ist interessant, Thomas. Okay. Ja. Unglaublich. Ja, also. So. Genau. Soul Raiders. Oh ja. Hast du auch vorhin gesagt, oh ja. Ja. Ich freue mich, dass du es. Aber nur $1. Momentan $1, ja. Ich bin auch noch überlegen. Ich habe ja so das ein oder andere Spiel da in der Richtung. Ich glaube, bei dem war das auch, ich wollte abwarten.
Ich glaube, da stand nicht, dass es EU-friendly ist. Oder ich wollte, glaube ich, die Steuern und den Versand abwarten letztendlich. Und das hatte mich da aktuell noch ein bisschen zurückgehalten. Okay. Ich weiß nicht, wie viel hast du noch so vom Blick? Ich glaube, ein paar hast du noch, glaube ich. Ich glaube, jetzt müssen es noch 500. Nein, alles gut, nicht mehr so viel. Okay, nur als, für euch als Richtlinie natürlich auch. Genau, das haben wir ja dieses, wie heißt das? Rebirth, Black Rose. Zweite. Black Rose Wars, die, Rebirth, genau. Genau, die zweite Auflage, die verbesserte Auflage. Da gibt es auch etliche Videos dazu, was ich gesehen habe auf BoardGameGeek, wo verlinkt sind. Also da könnt ihr mal reinschauen. Cool. Richtig cool. Genau, also wie gesagt, fand ich auch interessant, bin ich aber auch noch unschlüssig, warte ich jetzt mal auch drauf, was so ein Spaß an Versand und Steuern kostet. Schau, eine Riesenbox, glaube ich. Ja. Oder, also da ist einiges dabei, bin gespannt. Genau, also und das ist in Beobachtung. Okay. Dann kommen wir zu dem hier, Kickstarter. Ich habe heute in Vorbereitung zu dem Video gelesen, dass die Spieleschmiede, Moment, auf meinen Zettel gucken. Ich glaube, ab 25. Lass mich mal schauen. Moment. Also schön, Dankeschön an Thomas an dieser Stelle. Alles vorbereitet, deswegen habe ich gesagt, den Part übernimmt er. Ja. Damit er da euch ausführlich Infos liefern kann. 26.10. Deswegen werde ich beim Kickstarter auch mit dem Dollar wieder aussteigen. Ja, aussteigen, du bist halt drin, du hast halt den Dollar weg, sage ich jetzt mal. Wieso sollte ich denn das tun? Der Kickstarter läuft gerade noch. Also der läuft, dann kannst du nochmal. Dann ziehe ich den Dollar jetzt raus, weil das Ganze dementsprechend auf der Spieleschmiede kommt. Und dann ist natürlich der Versandvorteil sowieso da. War für mich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich glaube, da gehe ich mit. Also ich erwarte jetzt nicht den Überbringer, aber ich erwarte ein sehr schönes Spiel. Und es hat mich insgesamt gesehen eigentlich auch so vom Artwork und von dem Ganzen eigentlich auch angesprochen. Okay. Genau, Earth Rising läuft aktuell gerade noch als Kickstarter. Habe ich so in Warte-Up-Position. Ich glaube, das läuft noch 14, 15 Tage, wenn ich es richtig weiß. 20 Jahre, glaube ich, um die Erde noch zu retten. Sah aber auch nicht schlecht aus. Ich hatte aber jetzt noch nicht die grundsätzliche Zeit, dieses Rulebook, den Draft, also den Entwurf komplett mal durchzulesen. Aber das steht bei mir an. Aber das habe ich auch so momentan auf der Beobachtungsliste noch bei Kickstarter. Warteliste hat er angesprochen. Also wenn ihr euch anmeldet beispielsweise auf Kickstarter, könnt ihr das markieren. Dann kriegt ihr quasi 24 Stunden, bevor das Projekt dann beendet ist, nochmal eine Mail, noch eine Information. Wenn ihr sagt, ich warte mal ab, wie sich das entwickelt mit diesen Zusätzen etc. Und dann könnt ihr quasi an dem letzten Tag euch nochmal entscheiden, ob ihr das Projekt in welcher Form auch immer unterstützt. Das mache ich auch gerne. Dann nimmt man einfach die Projekte in Unterstützung und bekommt dann quasi nochmal eine Erinnerungsmail. Genau. Jetzt muss ich auch überlegen, Gamefound, weiß ich noch nicht so ganz, es kommt erst auf Gamefound, oder jetzt habe ich meinen Zettel. Ja, der Zettel wird auf. Ist schon spät, ne? Und siehst du mal, ich habe es gar nicht auf den Zettel geschrieben. Ja, dann musst du jetzt improvisieren in Gamefound, ich meine, es müsste jetzt innerhalb des nächsten 4 Wochen müsste es kommen, eben Astro Miners. Ist, weiß ich nur nicht so ganz. Also ich hatte es mir zumindest mal vorgemerkt. Also man kann bei Gamefound, das noch so als Tipp, wenn man mitbekommt, dass da irgendwas kommt, dann machen die Verlage es meistens so, dass wenn man sich da im Prinzip draufklickt und sagt, ich möchte am Launchtag die Benachrichtigung haben, dann gibt es mal einen Zusatz oder einen 5-Dollar-Rabatt oder irgendwas. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich es finanziere. Aber ich habe es zumindest mal das Notify Me at Launch gemacht und ich glaube, da waren es $5 oder so irgendwas. Ja. Wenn ich es dann mache, nehme ich es mit und wenn nicht, dann habe ich nichts verloren. Okay. Da fand ich, glaube ich, schon, das habe ich mir auch mal vorgemerkt bei Gamefound, was kommt. Pachamama sah insgesamt auch ganz gut aus. Auch da war es, glaube ich, steht ja, glaube ich, auch gerade da. Click, follow and get one free. Auch genau aus dem gleichen Grund. Vormerken, wenn es danach, wenn der Regelbuch oder das Regelbuch da ist und halt auch mehr über das Spiel dann bekannt ist, dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich es finanziere oder nicht. Und von daher kein Risiko in der Hinsicht. Genau, Spieleschmiede war auf Kickstarter die The Pursuit of Happiness, auf Deutsch das Streben nach Glück. Habe ich ja auch daheim, hat man in der Regaltour ja gesehen. Ja, haben wir auch schon vorgestellt. Korrekt, da kommt jetzt die Big Box mit der Nostalgia-Erweiterung. Ist halt der Vollständigkeit halber für mich vorgemerkt. Müsste laut meiner Liste
Habe ich nicht aufgeschrieben. Aber ich meine im Oktober irgendwann dann eingeplant sein. Okay. Ich glaube, wir sind fast schon am Ende quasi, oder? Ja, fast noch nicht ganz. Ah, genau, Luna Maris, Spieleschmiede, Beginn 28.10. Baue deine Station auf dem Mond, war so das Thema. Habe ich auch mal mitgenommen, beziehungsweise vorgemerkt. Möchte ich mir dann dementsprechend, möchte ich mir das auch mal anschauen. Ich mag ja so weltraumthematische Sachen und von daher nehmen wir das mal mit. Okay. Genau das Letzte. Tatsächlich das Letzte, da ist das Cover seit ein paar Tagen bekannt, ist für mich am 28.10. via Kickstarter der absolute Pflichtkauf. Ich weiß es schon. Ich habe auch schon im Vorfeld nachgefragt, ob es auf Deutsch übersetzt wird. Mit Sicherheit. Hat Skelly Games zugesichert? Mit Sicherheit, ja, klar. Natürlich. Herzliche Grüße. Also, da, wenn es irgendwann nach Corona wieder geht, dann kriegt er von mir einen riesengroßen Handschlag und eine Umarmung, dass Skellig diese La Cerda-Spiele übersetzt und diese nach Deutschland bringt. Also wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Mhm. Und da kommt nämlich The Weather Machine. Und ich habe da von... Das ist dein Highlight. Kann man sagen, das ist dein Jahres... Eigentlich schon, das ist ein Highlight, wenn es dann kommt. Ja, man weiß ja noch nicht so viel über das Spiel, muss man fairerweise sagen. Ist es dann... Ja, natürlich, es ist die Aufmachung, es ist in La Cerda und dann bist du halt in der Hinsicht vielleicht ein bisschen mehr Fanboy, mag ja sein, mhm. aber... Das nehme ich mit. Okay. Wenn man jetzt allein schon hier Teile des Spielplans ansieht und die Materialien, die sie ja, ich glaube, geht ja wieder über Eagle Griffin Games und Skellig Games, wenn man da schon wieder Material sieht, oh, das ist toll. Und wenn ich da teilweise Spiele hier aus Deutschland angucke, dann denke ich, macht's doch einmal richtig. Oder allein die Figuren hier, die dann dementsprechend einfach was hermachen. Ja. Da ist nichts geklebt, möchte ich ja, hinweisen. Nicht so wie Carcassonne alles kleben, sondern da ist alles schon dementsprechend bedruckt und fertig. Und ganz ehrlich, da habe ich einfach mehr Spaß beim Spielen. Okay. Absolut in Ordnung. Das letzte Spiel übrigens. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, die Umfrage, ich sehe auch von anderen, wir haben so viele Monitore da hinten stehen. Läuft die Umfrage noch, Thomas? Welche Spiele soll Thomas vorstellen? Vielleicht hat sich der eine oder andere jetzt erst später eingeschaltet, Thomas. Ich sehe die Umfrage im Hintergrund noch. Ich weiß nicht, kannst du die Umfrage nochmal einblenden? Ich blende die im Hintergrund im Prinzip ein. Das wird der Thomas vielleicht noch auf ein paar Kommentare eingehen. Ja. Ich glaube, da könnt ihr noch mitmachen. Das ist nämlich noch offen, das Fenster. Wir haben so vor einer Stunde gefragt, welche Spiele soll Thomas vorstellen. Ihr habt drei Möglichkeiten, da abzustimmen. Vielleicht war der eine oder andere, hat jetzt erst eingeschaltet. Da könnt ihr noch abstimmen. Die Spiele haben wir vorgestellt im Rahmen der Roomtour. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, weil das Fenster noch offen, da abzustimmen. Also wir werden sicherlich das ein oder andere auch noch vorstellen, aber dass wir einfach vom Ranking ein bisschen wissen, was da euch interessiert, was da jetzt dabei ist. Venedig ist nach wie vor auf Platz 1, gefolgt von Tricerium, wenn ich es jetzt richtig sehe. Klinik war vorhin auch weit vorne. Na, Cerebia ist also auf 3, das finde ich sogar sehr, sehr gut. Genau. Geht auf die Seite, gibt den Code ein, da müsst ihr euch nichts irgendwie registrieren oder sonstiges und dann habt ihr einfach die Möglichkeit, klickt auf den Button. Zeigt mal, dass er den Kamerajungen unterstützt und votet für Cerebia. Nein. Bitte. Nein. Tricerion war ja bei mir. Der Tricerion nehme ich auch mit. Alles ja, gut. Ja. Aber es bleibt euch überlassen. Thomas, ich weiß nicht, in Anbetracht an der Uhrzeit. Zwei Fragen, die noch gekommen sind. Genau, Kickstarter mit Kreditkarte. Sollte da nicht bald PayPal kommen? Weiß ich gar nicht, aber ja, ich meine, Kickstarter habe ich ja Kreditkarte hinterlegt, gell? Ja. Ich meine, Gamephone sogar. Auch, ja, müsste auch beides dementsprechend sein, ja. Okay. Aber wie das jetzt aussieht mit PayPal, weiß ich nicht. Okay. Dann war die Frage von Corinna, ärgerst du dich, wenn du ein Spiel kaufst und es ist Müll, was machst du dann? Ja, klar. Ja, also natürlich ärgert man sich. Bei den Kickstarter-Spielen war das auch schon mal der Fall, dass das ist, wo ich dann gedacht habe, oh nee, muss nicht mal Müll sein, sondern es entspricht vielleicht einfach nicht dem Spielgeschmack. Ja, so hätte ich es. Also Müll hätte ich jetzt gesagt, vor 10 Jahren gab es mal Spiele, wenn man das auspöppelt, da war es von der Stanzung her schlecht, dann das konnte man nicht einmal mehr verschenken oder weitergeben oder sonstiges. Mittlerweile ist es auch so, ich habe es im letzten Livestream, habe ich ein Spiel vorgestellt, ich weiß nicht mal, wie es heißt, da werden die Stanzbögen ausgetauscht, da warte ich nämlich noch drauf, auch so ein Legespiel, das habe ich euch gezeigt, da hat sich der Verlag im Anschluss gemeldet aufgrund des Videos, hat gesagt, da nochmal als Info, wir sind dabei, die Druckerei hat da ein bisschen Mist gebaut, da wird es noch ausgetauscht, also da wird es verbessert. Letztendlich gibt
gibt es aufgrund der vielen Möglichkeiten mittlerweile ja aufgrund unserer Videos auch die Möglichkeit, dass ihr einen Eindruck bekommen könnt, was die Spiele angeht. Ich habe jetzt wie das Bienenspiel des Honey vorhin erwähnt, da könnt ihr euch schon einen Eindruck machen, wenn das Spiel dann quasi in ein paar Wochen dann raus ist. Aber Müll würde ich jetzt nicht sagen. Also das gab es vor 10, 15 Jahren bei Spielen. Mittlerweile passt es, was die Qualität her angeht, und auf jeden Fall. Meistens ist es ja auch so, dass wenn was nicht so unserem Geschmack entsprochen hat, dann habe ich es dann halt dementsprechend weiterverkauft. Und meistens war es dann auch wirklich so, dass man entweder das Geld bekommen hat oder sogar einen Schnaps mehr. Dementsprechend. Gerade bei Kickstartern. Ja, also ja. Bei Kickstartern, da kriegt ihr es, wenn das nichts ist. Meistens, wenn ihr es zeitnah verkauft oder sagt, oh, ich warte jetzt auch noch im Kickstarter-Spiel, da denkt man, man hofft, es kommt. Und dann wartet man jetzt schon 2, 3 Jahre auf das ein oder andere Spiel. Da kriegt ihr meistens noch den fast gleichen Preis, wenn nicht sogar mehr. Okay. Ich glaube, sonst wir verkünden Umfrage. Das Endergebnis, oder? Oh, es wird ein 3K. Ja. Was ist das Zweite? Ich sehe es. Also, wir haben an der Spitze haben wir 3 mit jeweils 16%. Nein, und jetzt machen wir noch, es geht noch weiter. Wir führen sogar mit Cerebria. Ja, ihr seid deine, echt gemein. Deine Zuschauer gefallen mir. Das gemein, gemein ist der falsche Ausdruck. Deine Zuschauer im Geschmack. Ich weiß, dass das Spiel, absolut in Ordnung. Ich weiß, dass das Spiel durchaus Spalt ist. Thomas mag's und ich finde es einteils auch cool, weil, und das ist genau das, was ich immer sage, das Programm auf dem Kanal ist wirklich bunt. Vom Kinderspiel zum dem Expertenspiel ist alles dabei. Der eine oder andere schaut vielleicht alle Videos. Ich sage immer, ihr braucht nicht alles schauen, pickt euch das raus, was euch interessiert. Der Thomas hilft dankend mit und ich freue mich, so muss ich es wirklich sagen, dass er euch auch dieses Spiel verkündet, auch wenn meine Meinung da eine andere ist. Ich sage immer, Geschmäcker sind zum Glück verschieden, ist auch gut so. Und was ist sonst noch auf der Platzierung? Also, du musst ja auch fairerweise sagen, wenn ein Spiel nicht spaltet, meiner Meinung nach, dann ist es nicht unbedingt ein gutes Spiel, weil wenn ein Spiel für alle gut ist, dann sagt er, ja, das ist gut, das können wir mal so spielen und fertig. Nett. Sag mir immer. Aber ein Spiel, das spaltet, das finden die einen grandios und die anderen zerreißen es. Ja. Und das ist für mich beispielsweise Cerebria, definitiv. Okay. Criterion landet auch recht weit oben, da freue ich mich drauf, ja. Weil es einfach auch wartet's ab. Es ist speziell, ich mag's, es ist auch ein Experten-Spiel. Es ist super thematisch. Und in der Box, ihr werdet Freude haben. Der Thomas hat eigentlich auch gesagt, oh, das Spiel stelle ich gerne vor. Ah, das ist super. Und, kann ich auch auswendig spielen. Dann können wir es ja gleich nachher drehen. Können wir theoretisch machen. Ich habe es aber nicht dabei. Genau, Venedig hat er dabei. Mal schauen, was wir nachher noch spielen. In Anbetracht der Uhrzeit, mal schauen. Aber ansonsten, wir halten die Übersicht. Thomas, schickst du mir vielleicht die Übersicht? Oder ich kann es ja abrufen. Ja. Wie lange kann man noch abstimmen? Vielleicht, wenn der eine oder andere nachschaut, wenn er das Video jetzt ein paar Tagen schaut. Nee, wir haben jetzt im Prinzip, stellen wir jetzt die Umfrage so wie, also abstimmen kann man immer noch, aber grundsätzlich das Ergebnis steht fest, weil ich binde dich jetzt an Cerebria, definitiv, an Tricane und an Venedig. Okay, die und drei. Die fangen wir an. Klinik, die anderen kommen vielleicht auch, was meinst du? Zum späteren Zeitpunkt würde ich die dann auch mitnehmen. Okay. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt erstmal die drei. Okay, und wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet, wenn ihr jetzt das Video jetzt in der Aufzeichnung seht, es lag an Thomas, dass es so lang ging. Nein, leichte Überziehung, ich habe es am Anfang gesagt, aufgrund von Kickstarter. Stunde war geplant, das war eine Ausnahme, aber jetzt ist mir natürlich auch wichtig, zum Abschluss schreibt es in die Kommentare rein. Hat das euch gefallen? Ich weiß, es ist lang, der ein oder andere ist vielleicht ausgestiegen, weil wir Stunde gesagt haben, absolut in Ordnung. Es waren jetzt auch spezielle Spiele, auch noch Fragen dann zu dem Thema. Ihr könnt es gerne ergänzen. Hat es euch jetzt gefallen? War jetzt eine lange Sendung. Was hat euch nicht gefallen? Hat es gepasst vom Ton, vom Licht, von der Spieleauswahl? Hat es euch zugesagt? Habt ihr jetzt da was gefunden? Seid ihr vielleicht das nächste Mal wieder dabei? Und dann bin ich jetzt nämlich auch schon beim Punkt. Wir planen ja so alle 4 Wochen einen Stream. Ich spiele einfach zu viel, wir spielen zu viel, ich stelle euch so viele Spiele vor. Live ist nochmal was ganz anderes, aber knackig soll es sein, alle 4 Wochen. Und deswegen ist geplant, in welcher Richtung auch, zu Spiel, in welcher Form, werden wir noch schauen. Thomas ist auch noch ein bisschen unterwegs, weil wir machen das zu zweit, je nachdem mit Gästen. Da schauen wir einfach mal. Genau, eine letzte Frage kam noch rein und dann schließen wir, ob wir live spielen. Live spielen, gut, jetzt im Rahmen von dem Live-Play-Bar. Oder irgendwann der Partyabend mit Stefan Feld steht noch aus, aber ansonsten... Genau, also sowas mit Stefan, den sehe ich jetzt auch in ein paar Tagen, Stefan Feld. Da müssen wir einfach mal schauen, wie wir es dann planen. Auch der aktuellen Situation, ganz klar geschuldet, was Corona etc. dann angeht, auch jetzt, was für uns dahin die Gesundheit natürlich betrifft. Da müssen wir einfach dann schauen. In irgendeiner Form werden wir uns für das sehen. In 3, 4 Wochen, schauen wir einfach mal. Ich glaube, das letzte war jetzt knapp 5 Wochen. Wir machen
machen das nicht immer auf den Punkt. Freitags passt meistens, Mittwoch wäre auch eine Option. Da müssen wir mal schauen, was auch von der Arbeit von uns zwei dann passt, vom Zeitlichen, vom Einrichten. Aber ihr könnt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare ergänzen. Ansonsten, Thomas, in Anbetracht der Zeit, knapp 2 Stunden jetzt. Ja, gut, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde waren jetzt Kickstarter. Aber ich hoffe, es hat sich für euch gelohnt, Bundesprogramm. Ganz Hinweis, ich setze wieder Zeitmarker. Vielleicht nicht sofort, aber das Video geht ja dann online. Und im Nachgang setze ich dann Zeitmarker, wer jetzt da nicht live dabei war. Der kann einfach zu dem jeweiligen Spiel und der Information dann springen. Dann braucht ihr euch das nicht die kompletten 2 Stunden anschauen. Pickt euch das raus, was euch interessiert. Das ist immer nach wie vor meine Meinung. Holt euch und schaut euch das an, was euch interessiert. Thomas, an dieser Stelle herzlichen Dank für die Technik, für den Abbau. Ich gehe nämlich jetzt dann hoch. Thomas baut alles ab hier. Und nee, an euch natürlich auch. Ich freue mich auf das nächste Mal. Oktober in der Richtung, peilen wir das an. Schauen wir einfach mal. Bleibt auf jeden Fall gesund. Habt weiterhin viel Spaß mit unseren Videos und ja, kommentiert fleißig, fragt nach, was euch interessiert. Jetzt beschließe ich es. Thomas, danke dir und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.